So, wir wollen uns heute ein bisschen über die Arithmetik unter die Arithmetik unterhalten und darum haben wir hier den passenden Hintergrund gemacht bei der einen Pixelbildhälfte. Es ist eigentlich hier die große Erkenntnis, was man selbst ist. Erfordert erst einmal sehr, sehr viel Demut in Bezug auf das, was man zu sein glaubt. Ich übertrage jetzt gleich den Bildschirm. Und zwar gehen wir auf ein Video ein, auf ein Lehrvideo von einem Mathematikprofessor. Aus. Und zwar geht es hier um dieses, ist 0,999 wirklich die 1? Und bevor wir da jetzt anfangen, das ist eine ganz, ganz interessante Frage. Und jetzt kommt schon mal, wenn man sagt, eine philosophische Frage. Mit Philosophie hat es nichts zu tun. Das ist eine Entheiligung des Wortes Philosophie. Diese Philosophia, habe ich ja so oft gesagt, wenn du dir die Worte anschaust, wird normal übersetzt mit der Liebe zur Weisheit. Die Liebe zur Weisheit hat nichts damit zu tun, dass man über irgendwas diskutiert. Im Klassischen wird die Philosophie sehr abwertend benutzt. Wir schauen uns das einmal an, was jetzt das neuzeitliche DWDS dazu sagt. Ich habe das schon da stehen. Das ist das einmal, die Philosophie ist die Wissenschaft, die die Welt und die Stellung des Menschen in ihr zu erkennen sucht. Das lasse ich einmal noch stehen, aber dann geht es irgendwann einmal los, dass also hier viele Firmen zum Beispiel eine Philosophie vertreten. Und jetzt merkst du schon, dass die Philosophie zu einer Sichtweise wird. Ja. Und wenn wir uns die Einzelteile anschauen bei der Philosophie, und ich habe jetzt, wir müssten eigentlich schon anfangen bei den vier alleine. Wenn wir uns das vier mal hersuchen, das hat nämlich sehr, sehr viel zu tun mit dem Zeichen hier. Schau dir das einmal an, ohne wenn du jetzt keine Ahnung hast. Das ist ja unser Theta. Das ist im klassischen Sinn, wäre das jetzt im Hebräischen der neunte Buchstabe. Und wenn du die Schreibweise anschaust, hast du einen Kreis mit einer Nulllinie. Das ist eigentlich schon der Einheitskreis mit der Nulllinie, wo man sagen kann, das ist oben ist Plus und unten ist Minus. Da wird jetzt da ein kleines He reingesetzt. Da kann man sagen, das ist die Quintessenz im Zentrum des Kreises. Das ist der Spiegel, die rote 9. Das drumherum sind die Spiegelungen. Könnt ihr folgen? Ja. Interessant, im Griechischen ist es der 8. 8 ist die weibliche 1, der 8. Buchstabe, das ist die große Kollektion. Ich mache jetzt Erklärungen dazu, die du benötigst für den ursprünglichen Sinn. Wenn wir jetzt da reingehen, wird es interessant, dass das in der Umschrift, und wenn du jetzt Schriften hast, zum Beispiel bei hebräischen Zeichen, wir haben ja zwei verschiedene, ich nenne das einmal HTT, wir haben dieses Theta und wir haben das Tau, das Taf auf Hebräisch und Tau auf Griechisch. Das ist in der Umschrift, ist es ja, wir nennen das das HTT. Und da wird ein Fehler gemacht, sehr oft, das ist wieder austauschen, was ist ein Fehler, es fällt an die andere Seite. Wenn wir jetzt von TH sprechen, viele benutzen, umschreiben diese 400 im Hebräischen, beziehungsweise das Tau mit einem TH, in anderen Schriften wird die 9 mit TH bezeichnet. Absolut gesehen auf das heilige Ganze musst du wissen, dass das Theta das TH ist in der Umschrift. Dasselbe Problem haben wir mit dem Pi und mit dem Phi. Weil das Pi und dieses Phi ist ja BH. Okay? Und jetzt müssen wir da uns reinlesen. Es wird ganz, ganz interessant. Wir müssen wirklich einmal ein bisschen, bevor ich anfange mit den Zahlen ins Detail gehen, das hier heißt jetzt nämlich im Neugriechischen, ich sage immer, das ist ein lispelndes S, ein TH. Wie das englische TH. Und da siehst du jetzt, dass das eigentlich das TH ist. Oft machen die das TAF bzw. das TH. Das Tau in der Umschrift zu TH, was absolut gesehen eigentlich, wenn man sich Gedanken macht, dass ich weiß, dass das Theta im Neugriechischen eigentlich schon das DH ist und wie DH ausgesprochen wird. Ich sage zum Beispiel hier immer wieder bei Aledea, die Wahrheit, das Sprechen im Neugriechischen sagt man Lithia. Daher sprachen die Dorier. Ja. Da haben wir schon die Generation. Das lispelt aus. Jetzt könnte man da natürlich reingehen, dass das eine Dehnung wird. Siehst du das? Aber unabhängig, was kommt. Das ist unsere Spiegelungen. Die 9, blau gelesen, ist ja die Spiegelung und dann dehnt sich in dir was aus.
Und du wirst jetzt merken, der Kopfverband, da könnte man jetzt sagen, das ist in einem gewissen Maß hier Keder, heißt ja die Krone des Umzingeln des Corona. Das ist ein Ring, der aber an ein Joch hängt. Das heißt, aus dem Ring um dich rum im Einheitskreis entspringt dann das Joch, und das Joch sind definitiv hier die Gedankenwellen. Und darum kriegst du die Geburt von doppelt aufgespannten Wellen. Ist verrückt, wie das passt, GL auf Hebräisch. Oder? Ja. Und das wiederum, wenn du jetzt in Tyros reingehst, dann kriegst du die Tür, TUR wissen wir, 96200 ist eine Reihe und 406200 ist auch die Reihe. Hebraisiert. Die Spiegelwahrnehmung, und das ist eine Kolonne. Das Ganze habe ich schon oft gesagt, das ist aber bei alt, denkst du immer an Alternieren, SB ist die Schwelle, das heißt, raumzeitliches Wissen fängt an, in dir zu alternieren. Merkst du, dass man das lückenlos runterlesen kann? Ja. Das ist natürlich die Angel, die Türangel. Jetzt genau aufpassen, ist ja der Angel, ist der Engel. Ja. Und ich spreche immer im Hebräischen vom Zier, der Engel hat die Geburt einer intellektuellen Berechnung, entspringt ja irgendwo, und das ist jetzt hier die Achse, die Türangel. Darum heißt es hier der Dreh- und Angelpunkt. Angel. Und jetzt kriegen wir doppelt aufgespannte Eheexistenz. Das ist immer wieder unser Witz. Das Scharnier nennt man das auch. Scharnier wird natürlich ganz interessant, weil Schar ist ja der First, der Bestimmer, auch der Gesang, und Nier, die Niere, alter Nieren. Merkst du, wie jetzt das ist? Ist ja das lateinische Wort Re. Ist ja mal zurück, zuerst einmal zurück, wieder zurück. Da haben wir jetzt das Entgegen. Und wenn ich ein End dranhänge, das habe ich so oft gesagt, das Rehen im Hebräischen, im Lateinischen, Entschuldigung, wird es die Niere, es fängt an zu alternieren. Ja. Es verknüpft sich auf eine geheimnisvolle Art und Weise, und wenn du dann nämlich weiterlesen tust, da kriegst du jetzt, pass auf, nachdem sie aus der Angel, die Engel aus der Angel, aus dem Zentrum herausgerissen wurden. Nachdem er aus den Angeln herausgerissen wurden, aus den Engeln, du bist ein Engel als Geistesfunker mal symbolisch. Und sobald du an dich denkst, reißt du dich selber aus dir heraus und machst dich zu einer Vorstellung von dir selber. Jetzt wird es interessant. 144 ist der Adam. Als Zahlenwert kommt jetzt in die Eckhölzer. In die Ecken. Holz hast du ja auf Hebräisch Etz. Er wird selber zu einer augenblicklichen Geburt. Holz, ja. Da haben wir das Holz. Das wieder hebraisiert, also ist ja das Joch mit 70-30 geschrieben. Ja. Machen wir Z hinten dran. Gibt es natürlich andere Möglichkeiten, wenn du das bewusst machst, fängst du an, dich zu freuen. Zu frohlocken. Wenn du es unbewusst machst, jetzt ist natürlich die Schadenfreude. Schien die nun, der Schaden, den du hast, logisch geöffnete Existenz. Wir machen immer nur die Konsonante Radix. Ist jetzt hier mit einem Waff, der scheit ein, wirst du ein kleines Teufelchen, ein Kobold, teuflisch. Da kommt das Wort Shaddai her, siehst du das? Ja. Anir Shaddai. Shaddai normal übersetzt mit Allmächtiger. Halt. Ich Gott. Ich Ani, wichtig, da steht nicht der Nogi, sondern Ani ist der Allmächtige. Das ist im klassischen Sinn, heißt es, mein eigener Dämon, mein Dämon. Aber das Ganze spitzt sich ab, diese 340 ist unheimlich wichtig in der 3,14, in dem Pi. Wir wollen jetzt ein bisschen Arithmetik machen, jetzt bin ich schon viel zu weit ausgeholt, weil ich eigentlich die Philosophie. Wir sind ja nicht bei der Philosophie gewesen. Ich wollte euch nur zeigen, dass das Wort Philosophie, dieses Zeigen mit den Buchstaben, wo wir runtergefahren sind, und mit dem Phi haben wir dasselbe mit dem BH. Das siehst du nämlich jetzt genau, schaut da oben ganz kurz hin. Das ist Estet, ein Kreis mit einer Nulllinie. Und hier haben wir als Großbuchstaben eigentlich einen Kreis mit einer senkrechten Achse. Und das kommt eigentlich das Phi, PH, nennen wir, ist ja die Umschrift für F. Im Hebräischen ist das unser P, und wenn da hinter dem Kleinen, das ist eigentlich, wenn man das Zeichen vergrößert anschaut,
machen das einmal schnell rein, dass man es da, glaube ich, besser sieht. Wenn man das sieht, ist das eigentlich ja hier genau genommen ein Kaff mit einem kleinen J in der Mitte. Das ist SP, und wenn ein kleiner Punkt da noch dahinter steht, das ist jetzt eine Umschrift, eine Masora, ein Bündchen, dann ist es, wird es P ausgesprochen und ohne ist es F. Das PH praktisch. So, und da kann man auch kurz reinschauen. Das ist also hier bei der Philosophie, da wirst du jetzt merken, dass mehrere von gewöhnlichen Sprachen die Aspiration, da kommt schon jetzt die, als nur, das, ich lasse das einmal weg, sonst, ich will nur zeigen, dass eigentlich alles, was da steht, stimmt. Lambda. Das ist ja, Philos ist jetzt erst einmal die Liebe. Und jetzt pass auf, wenn du jetzt runterfährst, ich sage immer, schau, das baut ja alphanumerisch auf, das Philos ist einmal befreundet, geliebt, und jetzt liebst du zum Beispiel fleischliche, sinnliche Lust ergeben sein. Und da hast du jetzt schon hier die Radik Sargia Saxos, das ist das Fleischlieben, die fleischlichen Lüste. Ich sage, an was denkst du bei dem Wort Fleisch? Und das ist immer zast Fleisch, das Wunder der Gestaltwerdung. Das Becher. Ja. Das hebräische Wort für Fleisch hast auch die göttliche Botschaft. Das heißt, wenn du anfängst, Holofeeling zu lieben, die wirklich alles umfassende göttliche Botschaft zu lieben, dann verfällst du lieben, du fängst die fleischliche Lüste an zu lieben. Gut. Die Wörter sind immer positiv und negativ. Dieses Sinuslicht, das ist auch immer wieder die Begierde, wenn ich kann das positiv oder negativ lesen. Begierde übrigens, dieses Wort Begierde ist Cupido auf Lateinisch. Okay. Da haben wir noch den Amor. Also ja. Du fängst an, den Cupido, C-U-B, den Jupiter zu lieben. Ja. Das ist also hier, wenn du runterfährst und dann geht's, du fängst an, hier zu springen, zu tanzen, die Liebe zum Springen, zum Hochspringen, dazu brauchst du aber eine BD-Eckung. Das heißt, ein Kreis, eine Polarität, das ist das, was du dir austackst, das Ausgedachte, Gack, 3-3, 33 gelesen, die Welle. Du musst jetzt anfangen, deine Gedanken zu wählen, die über dir zum Kreisen anfangen. Denk an die zwei, an das Tät und an das Vieh, wo ich dir gerade gezeigt habe. Einmal mit einer horizontalen und mit einer vertikalen Linie. Das ist dieses Achsenkreuz im Einheitskreis. Okay, dann fangst du an, mit Kios hin, Philos Kios, die Schatten zu lieben. Die Schatten, ZL, das Geburt von Licht. Dann alle Formen, Felsen ist zur, die Geburt deiner Berechnungen zu lieben. Ihr könnt folgen, ich hoffe es. Ja. Okay, dann verdreimal Spott. Ganz interessant, SB sind die Schwellen, die ganzen Schwellen, den Spott. Ein Spott, ein Lichtspott, wenn du was verspottest, steckt das Wort Spucken auch, Ausspucken mit drin. Ja. Das Lärm, das Gedöse zu lieben. Und jetzt kommen wir langsam hier in den Bereich der Wissenschaft, die Gelehrtheit. Und irgendwann landen wir dann und so weiter und so weiter und so weiter. Das wird alles die Philo und die Philosophia, die Sophia selber, da steckt es ein Sub schon mit drin. Das ist die Liebe zur Weisheit. Ja. Aber das war jetzt, ich wollte eigentlich über die Mathematik reden. Und jetzt ist interessant hier, wir fangen jetzt erst, was wichtig ist, wenn du ein Mathematiker bist. Jeder normale Mensch, den du dir jetzt ausdenkst und den du an Geist zusprichst, deinen eigenen Geist. Ich rede ja immer nur mit dem, der sich jetzt dieses Gespräch ausdenkt. Ich habe so oft darauf hingewiesen, das ist ein Mathematiker. Wir denken uns jetzt mal zwei verschiedene Mathematikprofessoren aus. Das ist zum einen hier dieser Weitz und zum anderen den Daschner. Den spricht er übrigens hier mit an. Ein Buch vom Daschner wird hier in diesem Video mit angesprochen. Den habe ich in die vorhergehenden Selbstgespräche, bin ich etwas darauf eingegangen, wo ich sehr positiv über den Daschner rede, weil er sehr liebevoll macht und versucht, sehr populärwissenschaftlich die ganzen Sachen zu erklären. Und dieser Weitz ist das genaue Gegenteil davon. Es ist ein absoluter Pragmatiker, unendlich präzise, kompliziert, wo ich sage, wenn du nicht mindestens 2-3 Semester Mathematik studiert hast, kommst du in der Genauigkeit, die er fordert, gar nicht mit. Ich rede nicht von besser oder schlecht, ich werde dir das jetzt gleich beweisen, dass er wirklich in der Lage ist, hier Kompliziertes noch komplizierter auszudrücken. Aber beide, der ausgedachte Daschner, genauso wie dieser Weitz, Professor Weitz, und wie jeder von dir ausgedachte normale Mensch, ist ein Mathematiker.
Und darum machen wir, ich habe es tausendmal gezeigt, wenn du jetzt ein Mathematiker bist, ich kann jetzt zig Berufe setzen, schmerzt es, was ich jetzt sage, und dein Ego wird rebellieren bis zum es geht nicht mehr. Aber ich unterhalte mich jetzt nicht mit diesen Trockennasenaffen, der du bei eigener Definition zu sein glaubst, aufgrund deines geistlos nachgeäfften bzw. rezidierten Wissens, sondern ich unterhalte mich mit dem Geist, der zurzeit die Rolle dieses Menschen in seinem eigenen Traum spielen muss. Und da schauen wir uns ganz kurz nochmal das Mathe an, dass man zuerst einmal, wenn man schon sich selber einen Mathematiker nennt, dieses Mathe schreibt sich auf der einen Seite jetzt erst einmal hier mit einem TH am Anfang. Das ist einfach der Überbegriff, das heißt einfach das Gelernte. Was das Gelernte mit Wissen verschaffen zu tun hat, ist eigentlich, dass du dir von außen Wissen holst, weil du gehst ja davon aus, dass das Wissen von außen in dich hineingeschaffen wurde. Das ist der eine Weg. In der modernen Zeit kann ich jetzt lernen, wenn ich mich an meinen Computer hinsetze und dann gehe ich ins Internet. Ich gehe ins Internet, glaube aber, dass die Daten von außen kommen. Und das wirklich geistreiche Internet ist in dir drin. Ich sage, du bist jetzt, setz dich zum Träumen in den Geist und dann kommt alles Wissen, dieses Gespräch kommt jetzt aus dir. Den Udo, den du dir ausdenkst, alles, was du dir ausdenkst, taucht in dir auf. Da gibt es kein Außen, absolut gesehen in einem träumenden Geist. Es gibt diese Quelle, das Internet, und es entspringt in deinem Innern. Und dann kannst du dir das noch aus dir herausdenken, aber egal, wo du dir was hindenkst, es ist trotzdem hier und jetzt. Das haben wir tausendmal gesagt. Das heißt, zuerst einmal, es geht hier bei Mathe um das gelernte Wissen. Ursprache, Etymologie davon ist Sanskrit. Und wenn du das Original, diese Zeichen in Sanskrit eingibst, heißt es ganz einfach das gelernte Wissen. Und die Mathe folgt ja dann die Matik, die Automatik, Autos das selbst, tausendfach erklärt. Und da ist jetzt der Unterschied, dass also hier, halt, Entschuldigung, da haben wir ja nochmal Mathe, Mathematik. Das wird jetzt aber interessanterweise mit einem so ein T geschrieben. Und wenn wir die Reihe jetzt durchfahren, dann hast du schon das törichte Handeln. Bossen, Lügenträger, du verbreitest Lügen, du fällst auf einen törichten Ratschluss, Entschluss herein, ist immer ein vergebliches Tun. Es hat mit Prahlen zu tun. Ich weiß ja, ich kenne mich ja aus. Das ist ein sinnloses Geschwätz, was du hast, ein vergebliches, eitles Geschwätz in deiner Gelehrtheit, wenn du ein Mathematiker bist. Eine reine Rezitiermaschine. Und da jetzt jeder normale Mensch nur aufgrund seines Programminhalts läuft, diese Metapher, du bist ein Computer und das, dein intellektuelles Wissen, du hast dich im Laufe jetzt chronologisch gedacht, deines Lebens wie ein Schwamm vollgesogen, und was du glaubst und was du weißt, was ein Computer wiedergibt, steht und fällt mit den Daten, die du in dir vorfindest. Mit Holofeeling kommst du jetzt ins Jetzt, da ist nie was in der Vergangenheit passiert, weil es keine Vergangenheit ist. Es ist hundertprozentig sicher, dass Vergangenheit ein Gedanke ist, den du jetzt denkst. Gut, jetzt kommen wir zu dem Vazal, das lasse ich jetzt da mal ganz einfach abgeschlossen. Ich würde noch sehr, sehr gern viel dazu erzählen. Wir schauen jetzt einfach mal rein. Dieses Wort allein erklärt alles. Wenn du das jetzt lesen tust, nur in unserer Vatersprache, das sind diese 22 Zeichen. Die Geburt einer Schöpfung ist wahrgenommenes Licht. Aber das sind deine Informationen. Und jetzt hast du eine, sind abstrakte mathematische Objekte beziehungsweise Objekte des Denkens. Alles, was du zu sehen bekommst, ist ein Objekt des Denkens. Wir treten jetzt nochmal in den Bereich ein, dass du zwei in dir zwei verschiedene Arten von Informationen hast. Du kannst was denken. Da muss dir klar sein, was du denkst, kommt aus dir. Oder du hast eine sinnlich wahrgenommene Information, die kommt, wenn du träumst, genauso aus dir. Das Problem ist bloß, du hast diese vier Stufen der Vergessenheit. Die muss man jetzt einfach stehen lassen. Das wird genau zigfach erklärt, was das bedeutet. Und jetzt ist es, sie spielen, immer dran denken, meine Schwelle, SBI hebraisiert. Sie spielen daher für die empirische Wissenschaft. Und das alleine bin ich schon darauf eingegangen, wenn man diese Theorie, der größte Fehler überhaupt deines anerzogenen Wissens. Was ist eine Theorie, was ist Empirie, was ist Induktion, was ist Deduktion? Da wird alles auf den Kopf gestellt, was man überprüfen kann. Eine zentrale Rolle, diese zentrale Rolle führt dich wieder zu dem Dreh- und Angelpunkt, zu dem Zier, der du selbst bist. Der Mittelpunkt,
Das ist wie ich dick. Dick ist der Mittelpunkt. Der Wirbelstor. Wir, BL, wir in Gott. Und Schwur heißt um dich herum wild, ungeordnet, einfach hier herausspritzend. Und man meint, man hat eine gewisse Ordnung erkannt. In der Mathematik, jetzt nochmal, das ist das gelernte Wissen von geistlos nachäffenden Dummköpfen. Die Zahlen und ihre Struktur formal untersucht, schließt der Begriff verschiedenartige Konzepte mit ein. Diese entwickelt sich aus Verallgemeinerungen bestehender intuitiver Zahlenkonzepte, sodass man sie ebenfalls als Zahlen bezeichnet. Und jetzt geht es da bla 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 und dann wirst du irgendwann mal feststellen, das wollen wir jetzt dann bei dem Video sehen, dann wird es aber einfacher, dass hier man schon weit über die natürlichen Zahlen hinausgeht, um das Problem ab jetzt 0,99999, ob das jetzt 1 ist oder doch nicht 1 ist. Da geht ja unser Professor drauf ein. Hängt davon ab, da brauchst du dann wirkliche hyperreale Zahlen, Quaternionen, das ganze Zeug sind Hirngespinste, Hirnwichsereien. Es gibt nichts, was du denken kannst, was man nicht noch mehr zerdenken kann. Und die Lösung ist wieder so einfach wie das Quadrat mit drei Strichen zeichnen. Da kommen wir dann gleich dazu. Ich will bloß ganz kurz hier nochmal in die Zahlenbereiche rein, dass wir uns das erste Mal anschauen, wo kommt das eigentlich her? Da springen wir jetzt in die Etymologie. Ihr wisst, das ist eigentlich das Wichtige. Das deutsche Wort Zahl besteht vermutlich aus dem Urgermanischen. Das ist schon das erste Problem. Solange du in dem Wahn lebst, dass irgendwann in der Vergangenheit was erschaffen wurde, bevor du das gedacht hast, wirst du nicht frei sein. Du musst das erste Mal hier dieses Anogi, unsere Zeitachse in die Transversale drehen, dass du begreifst, dass alles, was du empirisch oder auch gedanklich überprüfen kannst, kannst du nur unmittelbar hier und jetzt überprüfen, indem du das jetzt denkst und dann befindet sich das, was du denkst, hier und jetzt in dem Kopf, in deinem Kopf. Du kannst immer nur deine eigenen Informationen anschauen. Egal, wo du dir die hindenkst, was hundertprozentig sicher ist, sie sind hier und jetzt. Und das urgermanische Wort kommt von Dallo. Und jetzt ist schon hier, da haben wir schon den altes Nichts. Jetzt würde ich gerne, das erspare ich mir jetzt, die ganzen Sachen, ich spreche das nur an. Ich kann jetzt erst einmal TA eingeben und TA, diese erscheinende Schöpfung, wissen wir, ist der Wachraum. Das ist ein Wachraum, ein Wachzimmer. Das ist natürlich zwangsläufig voller Schatten, ZL, oder die Geburt eines Jochs, das auseinandergeschmissen wird. Dann haben wir die Existenz von was Gestalt geworden ist, ist ja das Gestaltwerdung, das jetzt auftaucht, das baut auf deiner Loge auf. Da kommt die Logik her. Die Logik ist immer gelerntes Wissen und gelerntes Wissen ist ein Gefängnis. Ja. Jedes Wort, wenn ich jetzt da reingehe, sparen wir uns. Wir wollen hier ganz, ganz kurz, dieses Dalo wird so ein Lichtaugenblick. Wir können auch die Spiegelungen Gottes fangen an zu kreisen, haben aber drüber einen kleinen Strich, das hat alles einen Sinn. Man beachtet diese zwei Fußnoten oben, die sind nicht Zufall. 3, 4, 3. Kommen dann wieder zurück, hüben 3 und drüben 3. Das vermutlich die Wurzel althochdeutscher Wörter ist Zahler. Ganz interessant, die Geburt der Schöpfung seine Lichtschöpfung leise auseinandergeschmissen. Mhm. Darum ist diese geordnete Darlegung, ist eine Generation, die auseinandergeschmissen wird. Ich kann jetzt da, dann kommt Zahlon, heißt berichten, rechnen, zählen, kommt Zahler, kommt aus dem Zahl, kommt einfach nur das Wort Zetal. Eine Geburt Gottes. Das Aleph als Vokal rausgeschmissen, ZL heißt, das, jetzt haben wir einen Schatten. Und da geht diese Schatten, die mir werfen. Was noch interessanter ist, ist dann, urgermanisch findet der Ursprung im urindogermanischen Del statt. Die Öffnung Gottes. Das heißt, Zielen berechnen oder die Öffnung eines Augenblicks. Die L alleine übrigens, lass mal nachstellen mit Del mit Spalten. Und dieses Del hast du ja ganz im Nabla-Faktor. Das ist dieses komische Gespiegel. Ich mache das ganz kurz nochmal hier in Wikipedia, müsste es drin sein. Wenn wir Delt reingeben, machen wir nur Delt. Einfach mitgehen, nichts merken, musst dir nichts merken.
Schau, das ist dieses komische gespiegelte, diese 6, wo ich sage, wir können jetzt aus dem Ball hier, können wir ja in zwei Achsen spiegeln, nach rechts, nach links und nach oben, nach unten können wir das spiegeln. Das ist die batterielle Ableitung. Meistens kommt es vor in dem Nabla-Operator. Und schauen wir, was wir jetzt da haben. Wir haben hier zwangsläufig ein griechisches. Ich da. Sorry, den waren wir hier. Auf dem Kopf stehen. Mhm. Jetzt haben wir schon Hüben 3. Ich sage immer wieder interessant, es ist die 4 als Zahl. Komischerweise als Großbuchstaben ein 3, wo eine Seite dicker ist. Mhm. Und dasselbe wird jetzt hier auf den Kopf gestellt. Das ist lustig. Das ist nicht lustig. Das ist ganz geistreich und ganz bewusst erschaffen. Wir gehen einmal da ganz kurz rein. Du merkst, da gibt es jetzt Sonderfunktionen. In dem Moment, wo einer hier das auswendig lernt, kriegst du immer mit dem, was du lernst, kriegst du immer dazu ein Erklärungsmodell. Wenn du Theologie studierst, dann schaust du die Dora an und die, die das studieren, kriegen dann Erklärungsmodelle. Wenn du, das ist der Adam. Schau mal, was da für schöne Bilder drin sind. Lass einfach dich inspirieren. Du merkst, wir landen irgendwann einmal bei irgendwelchen Beschreibungen. Das ist übrigens sehr interessant, das funktioniert nur bei der Fläche. Wenn man diese Wirbel jetzt auf der Kugeloberfläche, auf der Sphäre verteilen, kriegst du immer ein Zentrum, ein Wirbelzentrum. Aber in Büchern steht alles drin. Was nicht stimmt, sind die Auslegungen. Das kommt jetzt hier aus dem Phönizischen, wird die Erklärung gemacht, weil das ein Seiteninstrument ist. Nabla. Phönizisch ist ja eigentlich die Ursprache, wo man sagt, das steht noch vor dem Hebräischen, wo man chronologisch denkt. Und ich sage immer wieder, du siehst immer wieder bloß eine Seite. Instruo. In dir wird was hineingestreut und davon siehst du eine Seite und dann fängst du an, Mentior, Fundament, Lügen zu verbreiten. Das Nabla, wir müssen da gar nicht so acht tun, die Konsonante Radix wirst du gleich merken, das ist nämlich diese Harfe, die gehen wir doch ganz einfach mal rein, NBL, und dann wirst du feststellen, das ist die Harfe, das ist das Seiteninstrument. Das ist das Symbol für einen Geizhals, für einen Gottesleugner und für einen Bösewicht, der ständig immer dasselbe herunterleiert. Geistlos nachäfft, was man ihm in Elternhaus und Schule eingetrichtert hat. Dasselbe Wort hast auch Schuft und Schurke, ein Taugenichts in einer Reihe, ein Tor. Drum ist dasselbe Wort, und jetzt pass auf, Deutsch-Ibri, es ist die Konsonante Radix von Nebel, NBL. Ja. Der Nebel, jetzt denk mal hier, dass der Nebel, die Wolken, ist ja Dunst, ist ja auch Nebel, dass da Wolkenbilder sind, die gaukeln dir jetzt vor dir wäre eine Wand. Und wenn du hinlaufst, löst die sich in nichts auf, wenn du in die Wand reinlaufen willst. Das ist hier letztendlich, dass das ein Schurke, ein Lügner ist, könnte ich sagen. Aber die werden alle abfallen und absterben. Mhm. Es ist ein Verwelken, ein Zerfallen. Schurke und Bösewichte, die ständig nur geistlos was runterleiern, werden auf Dauer nicht überleben. Das heißt, ist dir die Rolle, die du spielst, machst du unrein. Das ist, du weißt, das ist sehr, sehr komplex. Und hier wird es einfach übrigens auch ganz angesprochen, dieses MBL ist auch die Radix vom Nabel. Mhm. Nabelnebel. Mhm. Das lassen wir jetzt einmal stehen, sonst würde ich viel zu arg reinrauschen. Du merkst, wenn ich immer sage, ein Wort ist ein 400-Seiten-Buch und das ist ganz, ganz untertrieben. Ja. Und da musst du jetzt keine Angst davon haben, weil das Schöne ist, wir machen das mit Holofeeling so unendlich einfach. Und jetzt schaut da unten. Das dauert fast 50 Minuten. Du kannst dir das in Ruhe anhören. Wir hören uns jetzt einmal die ersten paar Minuten an. Dann springe ich eventuell etwas rein, weil der, den wir uns jetzt ausdenken, der das angeblich reingestellt hat, der wird von uns ja jetzt erschaffen. Das Erste, was mir hier schon gefällt, ist jetzt die moderne Schreibweise MathematikerInnen. Dieser Genderismus ist so, ich benutze mal das Wort pervers. Wenn du mal begreifst, dass du ein Geist bist, ein Schauspieler bist, egal ob du jetzt dich in deinem Traum als männlich oder weiblich erlebst, ich unterhalte mich nur mit dem Geist. Und es steckt hinter der Maske eine Frau ein Geist und hinter der Maske ein Mann ein Geist, wenn nicht unbedingt bloß eine KI dahinter ist.
Das ist immer die Schicht, du hast den Körper, die Persona, die Maske, dann die Maske sitzt auf dem Menschen, das ist die künstliche Intelligenz, das ist das Programm, wie ich das nenne, und dann kommt der eigentliche Geist erst. Das ist der dritte, die Synthese. Und jetzt haben wir natürlich hier die Matti, das gelernte Wissen von Dummköpfen, ist das da mal in dir drin? Mhm. Darum heißt es jetzt auch ArztInnen. Jetzt kann man alles machen, es ist immer zuerst der männliche Begriff und dann kommt Ihnen. Also haben Sie dann doch wieder recht, weil ich sage, es gibt nicht nur negativ. Spaß. So, und jetzt hören wir, und ich mache jetzt, wir hören uns das an, das ist eine E-Mail, was er dazu sagt. Liebe Mathematikerin, ich bin in der 6. Klasse. Der Ton ist da, oder? Ja. Nicht, dass wir da wieder... Liebe Mathematikerin, ich bin in der 6. Klasse und wir haben gerade periodische Dezimalbrüche durchgenommen. Wir haben gelernt, 1 Neuntel gleich 0,111, 3 Neuntel gleich 0,333 und so weiter. Was aber ist dann 0,999? Unsere Lehrerin hat gesagt, das wäre 9 Neuntel. Das kann aber doch nicht sein. Das wäre doch 1 und 0,999 ist doch ein Endzigstel kleiner als 1. Gibt es 0,999 überhaupt? Aber eine Zahl, die ich mir ausdenken kann, die muss es doch geben. Wie? Also es ist fast einmal so, selbstverständlich gibt es 0,99999 in dem Moment, wo du es denkst. Genau, ja. Aber was Geist ist, ist fast einmal immer eben. Mhm. Und in dem Moment, wo wir hier GE-Quadrat sind, ich und du denken uns das jetzt aus, J-C-H-I-C-H, dann ist das fast einmal eine polare Existenz. Die Frage bezieht sich nämlich auf eine Kategorie-2-Frage. Mhm. Wie oft bin ich darauf eingegangen, Kategorie-1-Fragen beziehen sich auf irgendwelche einzelnen Elemente. Mhm. Da kannst du das meiste nicht damit beantworten, wenn ich dich jetzt frage, was ist eine Küche, was du feststellst mit einem einzigen, mit einer Antwort, ein Herd, ein Fenster, Wände, Türen, Geschirr. Egal, was du jetzt aufzählst in den Elementen, es sind Teile der Küche. Die Küche ist ein Chat. Ich kann wissen, was eine Küche ist, aber ich kann die weder bildlich darstellen, weil ich dann immer nur eine Facette davon sehe oder auch nicht sprachlich aufzählen. Das sind Kategorie 1 Fragen an Einzelelemente, wenn die nie erklären, was das Ganze ist. Kategorie 2 Fragen sind Fragen, die erwarten ein, ist das richtig oder das richtig? Ist es richtig oder verkehrt? Das ist eine Kategorie 2 Frage, die sich von selbst auflöst. Willst du die rote oder die blaue bitte? Das erkläre ich so oft. Ist jetzt ein Valley eigentlich ein Berg oder ein Tal? Ist jetzt bei einer Tasse eigentlich der Henkel rechts oder links? Und die Antwort ist so einfach, ja, da wo du von der Seite, von der Perspektive, wo du dir das anschaust. Damit ist die ganze Frage, alles was jetzt kommt, ist vom Tisch. Und da wirst du jetzt schauen, wie der das an. Ober, darum haben wir dann in GE Quadrat ist alles, das ist einmal eine polare Existenz. Und sobald wir uns diese zwei denken, brauchen wir nochmal zwei, das dreht sich dann, dann brauchen wir nochmal und dann kommen wir zu unseren 16, 32, 64 Seiten. Das ist jetzt eine Frage des Bewusstseins. Wie kommt man an 0,999? Ich würde mich über eine Antwort freuen, Lina. Diese Mail hat Lina im Jahr 2003 an die Website mathematik.de geschrieben, die von der Deutschen Mathematikervereinigung betrieben wird. 0,99999 und so weiter oder etwas formaler ausgedrückt 0, Periode 9 ist dasselbe wie die Zahl 1. So ziemlich jede Mathematikerin wird Ihnen das bestätigen, ohne mit der Wimper zu zucken. Man kann es relativ leicht begründen und das werde ich im Laufe dieses Videos auch machen. Darum. Das ist eine einseitige Aussage, wenn wir zuhören. Aber mir versuche wirklich jetzt den Gedankengängen zu folgen und ich gebe dann Erklärungen der Vollkommenheit dazu. Was auch nicht diskutierbar ist. Was ist wir, Kol? Auf Hebräisch, wir sind das Licht, das Ich und wir sind nur eins, einer. Ani El Shaddai ist die Sache, der Allmächtige fängt an zu zerteilen. Wenn wir das jetzt lesen, ist da zuerst einmal ein absolutes Nichts und der fällt ins Koma und dann hat er Spiegel, 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 Spiegel. Das ist diese große Metapher. Und diese unendlich vielen Spiegel sind zwar ein Spiegel, aber nicht auf dieser Seite, nicht arithmetisch. Und das ist das Kontinuum, ist ein lückenloser Zusammenhang. Und da haben wir jetzt das Teilchen-Wellenphänomen, wo man immer meint, bei der Teilchen-Wellenphänomen, die Physiker sagen, da stimmt beides. Das ist eine große Ausnahme in dem ganzen intellektuellen Wissen, weil man sich einfach aufgrund mangelnder Weisheit, und da haben wir jetzt schon wieder das Wort weiß positiv gelesen. In der Physik gibt es zum Beispiel hier weißes Licht, das ist
das Frequenzgemisch aus allen Farben gleichzeitig. Ich kann aber nicht sagen, alle Farben sind weiß. Weiß ist die Summe. Wir können dafür das weiße Licht Holofeeling setzen und die Farben sind letzten Endes alle möglichen Glaubenssysteme. Mhm. Soll es aber nicht in erster Linie gehen. Es soll eher darum gehen, dass viele Menschen Schwierigkeiten mit dieser Aussage haben. Nicht nur Sechstklässler wie Lina. Es gibt repräsentative Umfragen, die nahelegen, dass etwa 3/4 aller Gymnasiasten es für offensichtlich halten, dass 0,99999 und so weiter nicht dasselbe wie 1 sein kann. Dass zwischen dieser seltsamen Zahl und 1 irgendwie noch Platz ist, nämlich für ein Unendlichstel und sie daher kleiner als 1 sein muss. Selbst bei Studierenden der Mathematik nach dem 3. Semester vertritt etwa die Hälfte noch diese Ansicht. Wenn man die blaue Pille der aktuellen Mathematik erstmal geschluckt hat, dann lächelt... Eine wunderschöne Aussage, wenn man die blaue Pille der Mathematik geschluckt hat. Ups, man über diese Zweifel und tut sie als mangelndes Verständnis ab. Aber nein, sie berühren nein, wichtige... So, wenn man die blaue Pille der Mathematik, blau ist immer das Ausdenken, es ist ein Mathematiker. Er rezitiert geistlos das Wissen und urteilt, was richtig und was verkehrt ist. Es gilt für jeden Menschen. Historische und philosophische Fragen der Mathematik und treffen einen wunden Punkt. Noch im 19. Jahrhundert hätte die Mehrheit der damals aktiven Mathematiker wohl ähnliche Zweifel geäußert. In diesem Video möchte ich auf solche eher philosophischen Fragen und ihre historische Entwicklung eingehen. Auch deshalb, weil in der heutigen Mathematikausbildung dieser Aspekt gerade am Anfang nicht vorkommt. Es ist immer interessant, er spricht niemals von der Arithmetik, was eigentlich eine Zahlenkunde ist. Mathematik ist das gelernte Wissen von geistlos nachäffenden Menschen. Das heißt, du wirst jetzt merken, es wird in einem Fort, wie bei allen Professoren, es wird zitiert, was der gesagt hat, was der entdeckt hat, was er gesagt hat. Du denkst dir Menschen aus, denk wieder an den Computer, der ein Programm hat. Du kannst dir nur das ausdenken, was man dir in deinen Arbeitsspeicher reingegeben hat. Und dann denkst du dir das in die Vergangenheit. Das heißt, es taucht hier und jetzt auf deinen Gedankenbildschirm als Information auf und du bist hundertprozentig sicher als Mathematiker, dass das, was du jetzt denkst, in der Vergangenheit genauso war, wie du dir das jetzt denkst, bevor du das gedacht hast. Und dass der oder der das und das geschrieben oder entdeckt hat, bevor du das gedacht hast. Das ist unheimlich blau logisch, aber man lügt sich das Blaue vom Himmel herunter. Die Radix Beers, ich habe früher immer wieder gesagt, blau, blöd und blond. Kann es noch schlimmer kommen? Und den Studierenden eine Sichtweise als sakrosant vorgesetzt wird, die sich erst im 20. Jahrhundert gegen heftige Widerstände durchgesetzt hat und die nicht die einzig mögliche ist. Mein Ziel ist dabei nicht etwa, Sie von einer anderen Sichtweise zu überzeugen. Mir geht es nur darum, dass Sie sich bestimmte Fragen überhaupt mal gestellt haben. Wenn Sie Mathematik nur aus der Anwendungsperspektive sehen, zum Beispiel als Ingenieur, dann können Sie sich dieses Video sparen. Aber wenn Sie an der Mathematik an sich interessiert sind und insbesondere Studierende der Mathematik sollten das sein, dann ist es empfehlenswert, sich gelegentlich mit den Grundlagen und der Ideengeschichte zu beschäftigen und sich Fragen zu stellen, auf die es keine offensichtlich richtigen oder falschen Antworten gibt. Das ist alles immer ein bisschen richtig und ein bisschen verkehrt. Der Plan für heute besteht aus 3 Teilen sowie am Ende ein paar Buchempfehlungen zur Vertiefung. Zunächst möchte ich etwas zur historischen Entwicklung der Begriffe sagen. Das ist schon das erste Oxymoron. Das heißt, du wirst feststellen, das erste, was du überwinden musst, und das kann man nicht oft genug sagen, du musst anfangen, das erste und das zweite Gebot zu halten. Solange du dir ein Bild von dir selbst machst, das heißt, in dem Augenblick, wo du an dich denkst, denkst du an deinen aktuellen Körper. Du kannst dich natürlich auch als Menschen denken und dann platzt hier schon ein Zeitfenster vor dir auf, wo du feststellst, dann hast du plötzlich viele Körper, nämlich vom Säugling bis zum Greis. Und mach dir kein Bild von irgendwas da drüben im Himmel oder da drunten auf der Erde. Ich sage immer, mach dir kein Bild von irgendwas da draußen, was hundertprozentig sicher ist. Wenn du Geist, ich unterhalte mich immer, ich erkläre das jetzt, den Geist, der jetzt in diesem Moment dieses Video, diese Stimme erlebt. Das ist die Sache mit dem träumenden Geist. Mhm. Du bist ein träumender Geist. Alles, was du zu sehen, zu hören, zu riechen, zu schmecken, zu fühlen bekommst, ist deine eigene Information. Und die kommt aus dir selbst. Du kannst die gedanklich um dich herum in Raum und Zeit verstreuen, aber egal, wo du dir was hindenkst, was hundertprozentig sicher ist, es ist hier und jetzt in dir, als Information.
Und du kannst nicht einmal sagen, in meinem Kopf, weil der ja auch nur existiert, wenn du an ihn denkst. Mhm. Und die Gespräche, jetzt werde ich wieder raumzeitlich von Brösel zu Brösel, wo ich hier schon hatte, auf der Brösel-Ebene. Mhm. Ja, das ist ja richtig, aber da bäumt sich das Ego auf. Ich kann ja nicht überprüfen, ob das trotzdem da ist. Und das löst sich schon wieder auf, dass ich sage, du kannst nur was überprüfen, wenn du es denkst. Um was zu überprüfen, muss eine Information da sein. Und wenn du was verneinst, dass du sagst, ja, ich kann ja nicht überprüfen, ob dann das Haus trotzdem da ist, wenn ich nicht hinschaue, sage ich, in dem Moment ist es ja schon wieder da, weil du behauptest, dass das Haus nicht existiert und in dem Moment musst du dieses Ding, von dem du behauptest, dass das nicht existiert, musst du dir dieses Ding denken, um es verneinen zu können. Mhm. Diese kleine Erkenntnis, ich kann immer wieder nur sagen, wenn du jetzt normal materialistisch gesinnt bist und meinst, Geld bringt Sicherheit oder hält dich am Leben, was ein totaler Blödsinn ist. Das ist tausendmal mehr wie alles Geld, mehr wert, wie alles Geld der Welt für dich geist. Es macht dich unheimlich frei. Es nimmt dir komplett die Angst, weil ich erkläre dir, dass du ewig bist. Aber den Preis, den du dafür zu bezahlen hast, ist, dass du zuerst einmal alles, das ganze Wissen, das du hast, beiseite schiebst, dass ich dir ein neues Wissen geben kann. Dieses Opfern, ein ständiger Opfer, jeden Augenblick, den du jetzt hast, musst du für einen neuen Augenblick opfern. Du kannst etwas Existierendes nicht am Leben erhalten, sonst gibt es keine neuen Gedanken mehr. Dabei geht es einerseits um die lange vorherrschende Unterscheidung von Zahlen und Größen und andererseits um das sogenannte Kontinuum. Wir werden sehen, dass beides eng zusammenhängt. Im zweiten Teil erzähle ich, wie die moderne Mathematik diese Begriffe sieht. Und im dritten Teil gehe ich auf die sogenannte Nicht-Standard-Analysis ein, die eine alternative Sichtweise des Kontinuums liefert und die auf der einen Seite ziemlich modern ist, die aber auf der anderen Seite an eher vage und vermeintlich falsche Vorstellungen aus dem 17. Jahrhundert anknüpft und diese quasi rehabilitiert. Das ist so unendlich interessant, dass jemand nur von Mathematik und Mathematik, ein Kontinuum ist ein lückenloser Zusammenhang. Das ist meine 200 Gramm rote Knete, die nicht getrennt werden kann. Ich kann an der Oberfläche eine Arithmetisierung machen, da haben wir jetzt schon die Arithmetik, das ist die Zahl, die Zahlenkunde. Das heißt, ich mache jetzt ZAHL, die Geburt der Schöpfung, wird wahrgenommenes Licht, was ja nur Informationen sind, dieses lückenlosen Zusammenhangs. Und was jetzt hier passiert, dieses unendliche Zerdenken von Zerdenken von Zerdenken an Universitäten in der modernen Wissenschaft, das sind alles Sackgassen. Man muss sich wieder zurückbesinnen auf den Ursprung von allem. Was ist die eigentliche Ausgangsbasis für Welt? Es ist erst einmal der Geist, der sich Welt ausnimmt, ausdenkt, der Denker. Mhm. Was ist die Welt, wenn sie nicht ausgedacht wird? Mhm. Das Große, der Bruch des zweiten Gebotes besteht darin, dass du bis dato aufgrund deiner Erziehung dir hundertprozentig sicher bist, dass die Welt da außen ist, auch wenn du die nicht denkst, wenn du nicht träumst und dass die schon da war, bevor es dich gegeben hat. Mhm. Das sind alles Dogmen und Axiome, wo ich sage, es ist hundertprozentig sicher, dass du das nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest. Und solange du nicht weißt, würde ich jetzt zu dem Mathematikprofessor sagen, was 100% sicher bedeutet, dass du in einem riesen Wischiwaschi von Meinungen und Interpretationen lebst. Obwohl das doch so unendlich einfach ist, das da mal sich klar zu machen, für mich existiert bloß das, was ich jetzt wahrnehme und jeder Gedanke, den ich neu denke, zerstört den bestehenden Gedanken. Ja. Viele von diesen Themen wurden in anderen Videos schon angesprochen, aber hier möchte ich sie nochmal mit der philosophischen Brille und im Zusammenhang betrachten. Dabei werden die meisten Zuschauer wohl dasselbe Problem haben wie ich selbst. Schon in der Schule, spätestens aber im Rahmen der Hochschulmathematik, lernen und verinnerlichen wir die im zweiten Teil dargestellte moderne Sichtweise. Wenn man aber verstehen will, wie die Generationen vor uns diese Dinge gesehen haben, dann muss man sich zumindest temporär davon befreien. Das ist nach meiner Erfahrung nicht so einfach. Bevor ich mit dem ersten Teil... Wenn du das genau hörst, ich will jetzt nicht jeden Moment anhalten, du musst dich temporär befreien von dem, was die Generationen vorher geglaubt haben. Und du wirst ein ständiges Austauschen vom Wissen haben und du wirst feststellen, dass genau diese Professoren, so wie er jetzt, alle, das Leben lehrt dich in deinen Geschichtsbüchern, die du hier und jetzt aus den geistigen Archiven herausholst, dass genau diese Professoren, die große Masse in der Bibel sind, es die Pharisäer, die an ihrem alten Wissen festhalten, immer absolute
Wissensverhinderer waren in Bezug auf vollkommen neues Wissen, weil sie nicht unlogisch werden wollten. Das heißt, in der Kategorie 2 haben die eine klare Vorstellung, was richtig ist. Das beweisen sie mit logischen Gedankengängen. Und ich sage immer, eine Maschine, ein geistloser Rechen, ein Programm, das ist logisch, aber nicht geistreich, weil es nicht weiß, was es tut und warum es das tut. Es sind Mathematiker, geistlos törichte Schwätzer, die hier nur auf den Gleisen ihrer Logik fahren. Und ich sage, jeder Glaube, jede Logik, die im Widerspruch zu einer anderen Logik steht, ist zwangsläufig unvollkommen. Es sind einfach nur Perspektiven. Was ist das übergeordnete Ganze? Anfangen noch eine eher technische Fußnote. Der Einfachheit halber werde ich im Folgenden fast ausschließlich über positive Zahlen sprechen. Es hat zwar sehr lange gedauert, bis negative Zahlen in der Mathematik als vollwertige Zahlen anerkannt wurden. Also um das nochmal klar zu machen, da kann man da reinspringen. Mittlerweile gibt es ja unheimlich viel mit den Zahlen. Ich sage, ich erzähle dir jetzt etwas und im Anfang war das Wort. Und auch die Null hat es nicht immer gegeben, aber die Akzeptanz von Zahlen, die nicht positiv sind, hat bei weitem nicht zu solchen Dilemmata und heftigen Diskussionen geführt, wie die das... Wir müssen immer auch hier das liebliche Wort, die müssen ausdiskutieren. Es muss eine Diskussion geführt werden. Ich muss nur wissen, was das Wort Diskussion heißt. Eine Diskussion ist letzten Endes der Kampf um einen Standpunkt. Das ist es, das ein Beispiel. Zu streiten, wo der Henkel an einer Tasse ist, dass zwangsläufig die Seite oder die Sichtweise, die ich kriege, abhängig ist von der Perspektive, die ich einnehme zu der Tasse, die ich ins Zentrum stelle. In ein ausgedachtes Zentrum und ich mich geistig mit Bildern drumherum bewege. Ich glaube, da kriegen wir unsere 16 Perspektiven. Oder wenn man in einen Dialog dreht, Dia heißt auseinandergeschmissen. Ich muss mir jetzt erst einmal zwei, wieder schaut das Bild unten an, zwei ausdenken, die sich auseinanderschmeißen und dann denken wir uns in der Mitte das hier rein und dann fangen die in Dialog und dann müssen wir ausdiskutieren, wer von beiden Recht hat. Und ich sage, beide haben Recht. Denn wenn der Recht hat, hier ist das von dem aus gesehen die Kehrseite verkehrt, herumgedreht, umgedreht. Worum es heute gehen soll. Es besteht allgemein Einigkeit darüber, dass die Geschichte der Mathematik als Wissenschaft im antiken Griechenland begann. Ich springe jetzt da mal immer wieder rein. Wenn wir dieses Zahl, das ist ja das erste Mal, das H hat ja früher gefällt, das ist ja, dann haben wir ZAL, das heißt die Geburt Gottes. Mhm. Wenn wir das jetzt hier eingehen, die Geburt blau gelesen, die Geburt schöpferischen Lichtes, interessantes hebräische Wort, ist der Lotus mit drin, Ott sind die Zeichen. Das ist der lateinische Name dazu und dann ist Zell ist eigentlich der Schatten, wenn wir das Aleph jetzt rausschmeißen als Vokal. Den nicht denkbaren Gott, darum beginnt der Beroshi die Bibel oben mit einem B. Wir brauchen zwei, sonst ist ja nichts da. Wir brauchen zumindest nochmal ganz abstrakt einen Denker mit seiner Information. Mhm. Sonst ist das ist absolute Nihilo. Mhm. Nihilo, Entschuldigung. Das ist der Schatten. Jetzt ist ZA für sich alleine auf Hebräisch heißt herausgehen. Mhm. Das beginnt mit der Radix HR. Schauen wir uns das einmal an. ZA in dem Wort Zahl. Das ist erst einmal die Geburt einer Schöpfung. Wenn wir es blau machen, rot machen, es ist der ewige Geburtsgeber und es ist der geistige Schöpfer von allen. Rot gelesen, nicht denkbar. Sobald er blau wird, kommt eine Geburt von irgendeiner Schöpfung. Mhm. Interessantes hebräische Wort. Diese zwei Zeichen hassen die Generation in einem Eck. Und Koort? Mit 70 gelesen, et is ot ist die Zeit, die augenblickliche Erscheinung und jetzt kriegst du eine zur Form gewordene Zeit. Das ist es jetzt, ein Begriff für jetzt, sofort. Z-W-Ischen heißt die Geburt von was doppelt aufgespannt, W ist Ischen. Das hast du übrigens hier. Wird jetzt Zeit Ischen, hat Schlaf und etwas vor sich hinträumen. Mhm. Gut, mhm. Wir sind bei ZA beim Dreck. Mhm. Wenn wir hier jetzt dieses Aleph rausschmeißen, dann kriegst du ja in dem Wort Zahl kriegst du nur ZL und zwangsläufig entsteht der Schatten. Der Schatten wiederum ist aber auch eine junge Schlange, das ist original hebräisch, weil wir jetzt aus unserem Einheitskreis heraus denken uns diesen Sinus und ich kann nicht oft genug sagen, die ganzen Winkelfunktionen sind aber in diesem Einheitskreis gleichzeitig da. Jetzt kommen wir schon zu dieser chronologischen Hell-Dunkel-Hell-Dunkel-Welt, obwohl doch im Einheitskreis die Plus- und die Minushälfte gleichzeitig da ist. Mhm. Übrigens hier Abkürzung, gibt also Abkürzungen im Hebräischen, so muss das gelesen werden. So wie es hier sagt. Dann ist es ganzheitlich.
Und du wirst jetzt merken, dass es dann noch weitergeht, dass diese Radix ZL mit einem B hin dran plötzlich das Kreuz ist. Jetzt haben wir unser Achsenkreuz im Einheitskreis. Bist du jetzt in dieser Schattenseite, in der beschatteten Fläche? Und dasselbe ist dann auch Ebenbild und so weiter, wenn wir hier variieren. Es ist ein reines, grundarithmetisches System in der Zahl. Alles ist Zahl. All ist Gott und nichts. Le'es heißt auseinandergeschmissene Raumzeit, ist die Geburt der Schöpfung von wahrnehmbarem Licht. Das Wort ZHL, wenn wir das rausschmeißen, wir können das ja auch so machen, fühle ich dann zwangsläufig zum Z. Jauchzen, jubelt. Wenn wir diese dicken Geburtsgeber jetzt zu Aleph machen, die Schöpfung, HL, kriegst du Zell. Zell ist wieder der Schatten, der sich spiegelt in dir, der sich aufbaut. Ja. Mhm. Passt perfekt, man muss bloß wissen, wie es funktioniert. Jetzt schauen wir mal da weiter. Umstritten ist, welche Rolle Pythagoras von Samos... Ach ja, auch die Worte Rolle. Das heißt, sobald was in dir auftaucht, spielt das Ding eine Rolle. Das Spielen wieder beginnt mit SBI, das heißt meine Schwelle. Shin-Welle ist eine logische Welle. Mhm. Wenn ich sage, das spielt keine Rolle, muss man immer wissen, ist es im Hintergrund, in dem Punkt, aus dem dann diese Welle herausspringt, diese Formgebung der Gnade. Und die Pythagoreer in diesem Zusammenhang einnahmen. Handelte es jetzt sich ganz wichtig, mach dir bewusst, sobald ein Professor, irgendeiner, auch ein normaler Mensch, das sind ja alles Mathematiker, sobald er den Mund aufmacht und er erzählt dir irgendetwas, was er vom Hörensagen kennt. Udo sagt immer proletenhaft, das habe ich aus das Buch heraus, aus das Fernsehen, aus das Internet heraus, aus das Bildzeitung heraus. Was er als Quelle annimmt, ist eine winzige Facette einer riesengroßen Kollektion, die man jetzt Internet oder Belletristik, Zeitungen, egal wie wir das nennen, da nimmt er eine einzige Seite, wo er letztendlich nur vor sich Worte hat, die er schon mal einseitig auslegt. Und er meint, er wüsste schon was. Es ist ein reines Rezitieren von angelesenem Wissen. Ja. Aber mit einer tiefen Innsbruck, mit einer hundertprozentigen Überzeugung, dass der Pythagoras das damals entdeckt hat. Ich weiß, dass der Budin der Böse ist oder dass er Gute ist. Hängt davon ab, von welcher Quelle, von welcher zweifelhaften Quelle ich mich informiere. Ja. Egal, welche Seite, welches Buch, welche Internetseite du mir zeigst. Ich zeige dir tausende von Seiten zum selben Thema, wo es genaue Gegenteil oder was ganz was anderes drinsteht. Mhm. Weißt du, wie oft ich in Selbstgesprächen sage, wieso lebst du in dieser impertinenten Arroganz, dass du glaubst, diese eine Seite, die du geistlos rezitierst, dass das die einzig richtige ist. Mhm. Deine geistige Freiheit kriegst du wirklich nur durch Demut, dass man das für sich selbst akzeptiert. Für den, der mal zu sein glaubt, dass ich irgendwann einmal erkenne, das Problem der Welt bin ich. Ja. Mhm. Ja. Immer. Diese Spiegelung, immer, kriegst du, es wird immer klarer. Du kennst jetzt das Spiel als Schulrektorin, dass ich immer sage, ich mische mich in das Leben nicht ein, spiel deine Rolle weiter, du musst die Schüler machen, gib das Beste, lehr denen das, was du zu lehren hast, was du von dann an als Lehrstoff bekommst, mach das Beste draus, das Leben selber mischt sich Holofeeling nicht ein. Es ist ein geistiger Prozess. Ich kann nur den Geist wach machen, der diesen Traum erlebt, aber nicht irgendeine Figur, die du ausdenkst. Die haben keinen Überlebensschluss. Um einen Zusammenschluss von Wissenschaftlern, um eine Religionsgemeinschaft oder um so eine Art politische Partei. Das ist jedoch an dieser Stelle gar nicht so wichtig. Berichtenswert ist auf jeden Fall, dass die Pythagoreer dezidierte philosophische Grundsätze hatten, von denen einer gerne kurz und knackig mit »Alles ist Zahl« zusammengefasst wird. Für sie waren die Zahlen das konstituierende Urprinzip der Welt. All ist nichts. Le'es heißt auseinandergeschmissene Raumzeit, auseinandergeschriffenes Bewusstsein. Intellektuelle raumzeitliche Spiegelungen, ISD, wenn wir das schreiben, als 10, blau, S, 60, blau und T kann man ja 9 oder 10 machen. Dann heißt es intellektuelle raumzeitliche Erscheinungen oder intellektuelle raumzeitliche Spiegelungen. Und das ist die Geburt der Schöpfung, ist das wahrgenommene Licht. Dieses wahrgenommene Licht ist jetzt dein Licht, deine Information. Aber die Schwierigkeit besteht schon darin, dass ich sage, immer wieder meine Beispiele, du denkst jetzt, du bist in einem Kino, du schaust dir den Film an, in dem Moment bist du wirklich nur ein Geist, im Prinzip wie wenn du ein Buch liest, da denkst du nicht an deinen Körper, wenn das stellenweise. Sieh immer nur das da, was du denkst.
Und dann versinkst du in dieser Illusion vor dir. Und ich sage, du hast eine sonnenbestrahlte, wunderschöne Landschaft vor dir im Kino auf der Leinwand. Das ist übrigens im Englischen, in der englischen, in der Geistesfunksprache heißt dieses Linnen, das Licht ist innen. Mhm. Die Leinwand. Ja. Leinwand ist wieder ein Gewebe. Mhm. Und jetzt ist es also so, dass dir dann klar ist, dass die Sonne, die du da vorne siehst, mit Sicherheit nicht diese Landschaft auf der Leinwand beleuchtet. Und ich kann noch einen Schritt weitergehen. Wenn du jetzt eine VR-Brille aufhast und das Ganze spielst dreidimensional, haben wir dasselbe, dann wirst du feststellen, dass das komplett anders aufbaut, dass das Pixel-Arrangement ist im Hintergrund mit Bits, die hier nur Winkelfunktionen berechnen, aber da hat es nichts zu tun, wenn der Schatten geworfen wird, dass da irgendein Licht von irgendeinem Gegenstand abgedunkelt wird und einen Schatten wirft. Das ist die Sackgasse dieser Mathematik. Die Wirklichkeit funktioniert ganz anders, das erklärt die Holophilie. Und wenn in diesem Zusammenhang von Zahlen die Rede ist, dann ist damit das gemeint, was wir inzwischen als positive, natürliche Zahlen bezeichnen. Also 1, 2, 3, 4 und so weiter. Unser heutiger liberaler Sprachgebrauch, der auch Objekte wie 0, minus 42, ein Siebtel oder gar Pi und I als Zahlen ansieht. Unser normaler Sprachgebrauch. Normal kommt von normiert. Und ich kann immer wieder nur sagen, wenn ich einen Menschen wirklich beleidigen will, die größte Beleidigung, die ich einen Geist an den Kopf werfen kann, roten Kopf, zu dem sage ich, du bist vollkommen normal. Das ist die größte Abwertung überhaupt, du bist normiert. Normiert ist eine Maschine, Normalität ist ein Normiertsein, ist das komplette, ich sag mal, du verlierst jegliche Form von Freiheit, wenn du normal bist. Ich muss da ganz kurz, bevor wir weitermachen, nochmal, weil ich angesprochen wurde, auf das im letzten Selbstgespräch, das Beispiel mit der Insel. Weil das extrem tief ist. Ich habe vor einigen Heurikas gekriegt und andere sagen, ich verstehe es nicht. Ich kann nur darauf hinweisen, wenn du jetzt sehr lange, viele Selbstgespräche hörst, früher habe ich immer wieder gesagt, das ist mein Biergartenbeispiel. Wenn drei Menschen in einem Biergarten sitzen und die unterhalten sich über Gott und die Welt, irgendein Thema, über das Fahrradfahren, über Autorennen, egal über was, Fußball, und wir denken uns, das sind drei Computer mit verschiedenen Betriebssystemen. Das ändert an der oberflächlichen Betrachtungsweise deine Informationen überhaupt nichts. Du kannst jetzt zum Beispiel sagen, wir nehmen einen Apple-Computer und wir nehmen einen Windows-Computer und einen Linux-Computer und wir schauen uns einfach dieses YouTube-Video an. Dann wirst du feststellen, dass auf dem Bildschirm auf allen drei Computern dieselben Bilder auftauchen. Mhm. Aber im Hintergrund andere Betriebssysteme arbeiten, die oberflächlich gesehen überhaupt nicht zur Geltung kommen, aber dann doch letzten Endes das eine Betriebssystem wesentlich mehr Möglichkeiten bietet wie das andere, das beim reinen Betrachten eines YouTube-Videos überhaupt nicht ins Gewicht fällt, welches Betriebssystem mehr oder weniger kann. Das ist ein altes Beispiel, das habe ich jetzt nochmal vereinfacht. Das war das, dass ich sage, wir denken uns eine Insel, ich muss das nochmal mit reinpacken, weil das sind ganz, ganz tiefe Metaphern. Das ist eine Welt wie die unsere Welt. Jeder, der rumläuft, wenn wir jetzt zum Beispiel spazieren gehen oder Fahrrad fahren auf dieser Insel, wir haben dieselben Informationen, wie du sie jetzt hast. Der einzige Unterschied besteht darin, dass diese Kinder, wir sagen auch Kinder, werden von Frauen geboren, zumindest auf der VR-Brille, wenn wir jetzt in den Wehen, ein Kind liegt im Krankenhaus oder zu Hause. Es bleibt alles, was die Bilder anbelangt, ist so, wie du das jetzt erlebst. Was deine Logik hergibt. Der einzige Unterschied ist, dass die auf dieser Insel über viele Generationen von klein auf jedes Kind von den Eltern, die ja auch so programmiert wurden, ich denke jetzt chronologisch, das ist schon ein Problem, wenn man es ganzheitlich sieht, das erzählt bekommen, was ich dir versuche jetzt zu erklären. Das heißt, jeder ist ein träumender Geist, der träumt seinen eigenen Traum. Und wenn wir jetzt spazieren gehen, ist mir vollkommen klar, wenn ich dich anschaue, dass du meine Information bist. Und wenn ich dein Programm laufen habe, ist dir klar, dass ich deine Information bin. Darum ist dieser Satz von mir, wahrlich, ich sage dir, ich bin jetzt in dir, weil ich bin jetzt deine Information. Und wenn es jetzt einen Udo gibt, den du dir jetzt ausdenkst, wenn der auch einen Geist hat, nachher bin ich ja, dieser andere, die Information vom Udo. Wenn das der Grundglaube ist und ich denke nicht dran, können wir ganz normal spazieren gehen, wir können uns unterhalten, wir können kochen miteinander, es ändert an den Bildern ja nichts. Ich muss diese Erkenntnis existiert ja erst in dem Moment, wenn ich mir Gedanken mache, was glaube ich eigentlich? Ist das verstanden? Ja. Das ist
In der Regel fragst du dich ja nicht, warum bin ich jetzt da, wo komme ich her? Du kannst jetzt aber in dich reinschauen, das ist, wenn ich in den Selbstgesprächen immer sage, und jetzt schau in dich rein, was du glaubst. Mhm. Das ist das, wenn ich sage, zack, und jetzt schau zur Tür hin, schau die Tür an und schau die Türklinge an. Dann drehst du deinen Kopf, dann holst du auf deine Fahrbrille eine Tür mit einer Türklinge. Die ist in dem Moment entstanden, wo ich jetzt die Worte gesagt habe, und wenn du das magst, taucht das auch auf. Mhm. Und jetzt frage ich dich, schau in dich rein, was du glaubst. Mach dir bewusst, ist in am tiefsten immer noch der Glaube, dass dieses Bild, das jetzt aufgrund dieser Worte in dir aufgetaucht ist, entweder nur als Gedanke oder sinnlich wahrgenommen auf deiner Farbbrille, weil ich die Worte gesprochen habe. Glaubst du, dass die Tür auch dann da außen ist, wenn du nicht hinschaust? Du sollst dir das bewusst machen, was du glaubst. Und wenn du jetzt dieses Holo-Feeling komplett installiert hast, dann ist es für dich hundertprozentig sicher, dass immer bloß das existiert, was du jetzt denkst, und es kommt aus dir und es kommt niemals was von da außen. Dann hältst du das erste und das zweite Gebot. So, um diese Insel jetzt, wo alle Menschen diesen Grundglauben haben, wo aber jeder Mensch genau seinen Traum so real erlebt, wie du jetzt deine Welt erlebst. Auf diese Insel kommt jetzt einer aus deiner Welt mit deinen Glauben. Das Interessante ist, wenn der da ankommt, dass keiner mitkriegt, was der glaubt. Man redet ja nicht über seinen tiefsten inneren Glauben. Das heißt, der sagt, ich habe einen Hunger, dann geben die denn was zum Essen. Ja. Was er natürlich voll fest davon überzeugt ist, dass das Essen von außen kommt, dass die da außen schon waren, bevor er die ausgedacht hat. Und die wieder in ihren tiefsten inneren Glauben, wenn die reinschauen, was sie glauben, dann wissen sie, der ist aus mir selber aufgetaucht, der hat einen Hunger. Und den Gedanken von mir gebe ich jetzt als Person, die ich mir auch ausdenke, ich selber gebe dem was zu essen, weil was ich meine Nächsten tue, tue ich auch für mich. Mhm. Weil es sind ja meine Informationen, egal an was ich denke. Mhm. Und wie gesagt, das existiert ja nur, wenn man sich Gedanken macht, was man im tiefsten Innern glaubt. Auf der reinen, normalen Oberfläche der ständig wechselnden Bilder wäre das jetzt genauso, wie wenn jetzt zu dir einer auftaucht, wo du jetzt glaubst, der kommt von außen. Mhm. Erst wenn man sich Gedanken macht, was man glaubt und die Glaubenssysteme vergleicht, stellt man eventuell fest, dass da ein anderer tiefer unter der Glaube ist. Das heißt, solange wir nur Videos anschauen, können wir anhand der Bilder in keinster Weise erkennen, ob in unserem Hintergrund Linux, Windows oder sonst was läuft. Du kannst auch nicht erkennen, ob du glaubst, dass du auf einer Erdkugel bist, die sich um die Sonne herumdreht und dass du in der Vergangenheit von deiner Mutter geboren wurdest, oder ob du glaubst, du bist jetzt ein Computer mit einem Programm, das in dir die Bilder aufwirft. Das symbolisiert den träumenden Geist. Das stellst du erst fest, wenn du dir jetzt Gedanken machst über dein Betriebssystem. Das heißt, du musst die tiefere Ebene jetzt erst einmal zur Anschauung bringen, dass die zu existieren anfängt als Vorstellung. So. Und jetzt sage ich, jetzt drehen wir das rum, dass jetzt in deiner Welt einer von dieser Insel mit diesem Glauben auftaucht. Aus dem Ei, aus dem Schöpfergott. Das ist der Udo in deiner Welt. Mhm. Und ich sage jetzt nicht, dass dein Glaube verkehrt ist, sondern dass der sehr trügerisch ist. Weil er die Kausalität auf den Kopf stellt. Dass du dich komplett entgeistigt, entmachtest und entmündigst. Das alles steckt in den kleinen Klingelingling-Beispiel. Du verwechselst Ursache und Wirkung. Ja. Du wurdest nicht von deiner Mutter geboren, sondern die entsteht in dem Moment, wenn du an sie denkst, und wenn du sie nicht denkst, ist sie in der heiligen Einheit. Also Trixi, der Helene geht es am besten, wenn du sie nicht denkst. Du kannst natürlich jetzt in dir reinschauen, wo glaubst du, ist jetzt die Helene? Mhm. Was würdest du mir antworten? Mhm. Als Gedanke in mir. Richtig, und wo denkst du die jetzt hin? Denke ich mir nach Kröner in den Wildpark. Super, ne? Und das ist jetzt, das existiert jetzt auch. Jetzt schaust du dein Programm an. Ja. Genau. Gut. Das ist immer wieder, und das mit der Zahl, all das Geschwätz, dieses absolute Geschwätz, du hörst jetzt nur einen Lautsprecher zu. Ist dir das die ganze Zeit bewusst gewesen? Sich einfach nur bewusst machen, was jetzt da ist. Darüber gibt es nichts zu diskutieren. Und die wollen alle diskutieren. Lass uns das einmal weitermachen. Man erkennt das unter anderem daran, dass mit dem Begriff Zahlentheorie traditionell der Teil der Mathematik gemeint ist, der sich nur mit Zahlen im Sinne der Pythagoreer beschäftigt. Den Pythagoreern wird allerdings auch die Entdeckung zugeschrieben, dass eben nicht alles Zahl ist. Das ist folgendermaßen gemeint. Das Verhältnis der Längen der beiden hier gezeigten Strecken ist 7:4. Das heißt, es handelt sich um das Verhältnis zweier Zahlen zueinander. Das impliziert, dass man, wie hier dargestellt, ein sogenanntes gemeinsames Maß für die beiden Strecken finden kann.
Man kann sie so in gleich große Stücke zerlegen, dass beide aus einer ganzzahligen Anzahl dieser Stücke bestehen. Man sagt dann, dass die beiden Strecken kommensurabel sind. Ich erspare mir jetzt, dass wir uns diese Wörter nochmal genauer anschauen, weil die wieder selbsterklärend sind. Aber was jetzt hier schön ist, darum lasse ich extra mal die ersten 10 Minuten laufen, die dummeln es jetzt an, dass dieses gelernte Wissen, wo ich sage jetzt, der Unterschied von dem Weitz, Professor Weitz, den ich mir jetzt ausdenke, und den Professor Rudolf Daschner, da steckt der Udo übrigens schon ein bisschen im Vornamen mit drin, rudimentäres Wissen, dass der eine das sehr, zwar sehr genau, aber populärwissenschaftlich einfach erklärt und er so ein Weltmeister ist in dieser anerzogenen Korrektheit, dass man das tausendfach einfacher erklären könnte. Schon im 6. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung soll aber der Pythagoreer Hippasos von Metaphon Beispiele für Strecken gefunden haben, die nicht kommensurabel sind. Das bekannteste davon habe ich hier dargestellt. Das, was jetzt schlichtweg und einfach ausgedacht ist, ist es eine ganze natürliche Zahl oder haben wir es hier mit einer infinitesimalen Zahl zu tun, wie die Eulersche Zahl oder Pi, wo ja eigentlich eine Bruchzahl ist im Unendlichen ohne irgendwie einen eigentlichen Nenner zu kriegen. Ich nenne das immer Fraktal, das Zerbrochene. Mhm. Verhältnis der Diagonale eines Quadrates zu den Seitenlängen. Ironischerweise hängt dieses negative Ergebnis übrigens mit dem Satz des Pythagoras zusammen. Ich gehe davon aus, dass Sie wissen, wovon hier die Rede ist. Schlichtweg und einfach der Satz des Pythagoras, a Quadrat plus b Quadrat ist c Quadrat. Und das Klassische im Pythagoras haben unsere 3, unsere 4, unsere 5 Quadrat. Und unsere 5 Quadrat ist ja dann 25 und 25, um das auszurechnen, die Seitenlängen, brauchen wir dann die Wurzelbegriffe, wo ich immer sage, Quadrat ist immer verbunden mit einer W, doppelt aufgespannten Berechnung, die Wur, und das ist ZL. Wir sind bei der Zahl, wir sind beim Schatten. Ja. Ja. Jetzt ist es ganz interessant, dass hier diese Sinus 45 Grad, wenn ich mich jetzt kompliziert ausdrücke, ist 0,707, Bündchen, 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 schlichtweg im Kehrwert 1,414. Bündchen, Bündchen, Bündchen bis ins Unendliche. Ist eine irrationale Zahl, eine transzendent bis ins Unendlich verlaufende Zahl, ohne dass irgendwie was gleich ist. Es werden alle Möglichkeiten durchgespielt. Und wenn du das einmal begriffen hast, dass diese in diesem Pythagoras eigentlich schon die Wurzel 25 ist, plus 5, minus 5, wenn man es ganzheitlich sieht. Ich sage immer, ein Wurzelbegriff, schau das Bild, das hat immer zwei Ergebnisse, positiv und negativ. Ich habe zigfach darauf hingewiesen, das ist der erste Schlüssel, wenn du in eine vollkommen neue Arithmetik eintauchen willst, die ganzheitlich ist. Ja. Hören wir mal, wie es weitergeht. Auf jeden Fall gibt es dazu diverse Videos von mir. Einen Link finden Sie in der Videobeschreibung. Also ich verweise hier unten, wenn du reinfährst, da hatte ich schon viele extra nochmal babylonisches Wurzelziehen, bi irrational, das ist es transzendent, irrational, transzendent, die Worte. Und da gibt es noch Untervideos und Untervideos, Kontinuumshypotosen, Nicht-Standardanalyse, dann ist die leeren Mengen, müssen wir noch mit anschauen. Das bläht sich jetzt ins Unendliche auf und das Schöne an Holofeeling ist, dass wir das so vereinfachen, dass jeder 13-Jährige das versteht und dieses unendlich zerdachte Wissen, diese vielen Sackgassen kannst du dir sparen. Die ja. Kinder werden an den Schulen zugemüht bis zum, es geht nicht mehr zum Konsumzong, ist erzogen, das ist das, was du irgendwann zu erkennen hast. Und ganz einfach, weil du jetzt in Sodom und Gomorra lebst, in deiner Traumwelt. Mhm. Im heutigen Sprachgebrauch würden wir sagen, Hippasos hat entdeckt, dass die Quadratwurzel von 2 eine irrationale Zahl ist. Es ist aber an dieser Stelle wichtig, dass man das damals nicht so gesehen hat. Das Verhältnis der Diagonale zu... Wie ich dick... Man müsste jetzt erst wissen, was das wie wichtig eigentlich bedeutet. Mhm. Seitenlänge war eben gerade keine Zahl im damaligen Sinne. Stattdessen gab es neben der Zahlentheorie eine separate Lehre von den sogenannten Größen, die auf Ideen von Eudoxos von Knidos beruhte und in Euklids berühmten Elementen kanonisiert wurde. Wir sehen hier den Anfang... Da weise ich ganz genau darauf hin, dass es das mal interessant wird, das griechische Original zu lesen, weil hier schon Übersetzungsfehler, Ungenauigkeiten drin sind ohne Ende, wie immer unsere Dora auch, aber unabhängig, selbst wenn wir das jetzt hier genau machen, das erspare ich uns jetzt fast, ein genaues Teil ist das Kleinere vom Größeren. In der deutschen Übersetzung dieses Abschnitts der Elemente, aber die Details sind unwichtig. Wichtig ist, diese Trennung von Zahlen und Größen wurde über Jahrtausende bis ins 19. Jahrhundert aufrechterhalten. Also um das etwas klar zu machen, schau mal bitte unten das kleine Bild an, wo ich immer wieder sage. Wenn ich immer wieder sag, im Fränkischen,
Das ist eine raumzeitliche Kollektion. Und ich habe auch eine Vorstellung. Ich kann jetzt das räumlich sehen, dass ich es auch denke, eine Erdkugel dir aus. Mhm. Die Kugel, die du jetzt denkst, ist deine Information. Und dann denk an Tennisball, an Fußball, an Sandkorn, ein Atom. Du denkst immer an der Kugel. Ist jetzt die Erdkugel, die jetzt da ist, du kannst dir die auch vorstellen. Wo denkst du die dann hin und wie groß ist die? In dir drin als Information ist beides einfach nur gedachte Größen. Ja. Stimmt oder stimmt? GR übrigens, eine Gehirnberechnung. Mhm. Kann man jetzt, wenn man die zwei Buchstaben, das wird jetzt erst einmal fremd erscheinen. Mhm. Weil das ist das hebräische Wort für fremd. Wir können natürlich auch, der Geist ist ein Ross. Mhm. Da sieht es dann schon wieder anders aus. Und dieses Ross, Jesus, das steckt in der Wort Größe, Gadol übrigens dann auf Hebräisch, steckt das Wort Erwecken von Existenzen mit drin. Der erweckt Existenzen in sich selber. Die können räumlich, wenn ich die mir denke, ich kann mal eine Strecke, eine Entfernung denken und ich kann sagen, das sind 1000 Kilometer, ich kann sagen, das ist ein Nanometer. Es ist eine Definition von einer Vorstellung, die ich habe, die als Ding an sich eigentlich gar noch keine Größe hat, solange das bloß ein Gedanke ist. Die Größe liegt in der Bemessung, was ich diesen Ding, das ich mir denke, ob ich mir eine Kugel jetzt denke. Und da wird es natürlich schon interessant, weil die Kugel, KGL, wissen wir, heißt ja hebraisiert die Welle. Und jetzt kriegst du, wenn wir den Einheitskreis machen, der ist jetzt erst einmal flächig, den können wir uns als Sphäre denken und dann kann ich mir meine Wellen rausdenken, die konstruiere ich aber in Form von Blickwinkeln heraus. Das hast du schon bei deiner Erdkugel, wenn wir in die Geometrie reingehen, dass wenn wir jetzt hier einen Punkt mit Geodaten angeben, dann geben wir Längen, schau das kleine Bild an, geben wir Längengrade und Breitengrade an, nördlich, südlich, östlich, westlich. Mhm. Aber der Witz ist, diese zwei Angaben von Länge, Längengrad und Breitengrad ist nur eine Richtung. Mhm. Befindet sich immer noch an derselben Stelle und jetzt wird natürlich stillschweigend, wird dann der Erdradius, den wir uns in der Schule, den man uns beigebracht hat, wird natürlich dann gesetzt, wo wir uns dann auf dieser Sphäre, auf der Kugeloberfläche befinden jetzt. Aber all das, was du denkst, befindet sich in dir. Es sind deine Informationen. Mhm. Und wenn du das einmal für dich erkannt hast und du bist auf der Bröselebene als Mensch unter Menschen, ich drücke mich einmal normal aus, du wirst irgendwann einmal merken, du wirst für die anderen einer, der von dieser Insel kommt, der total verrückt erscheint. So wie derjenige, der aus unserer Welt auf diese Insel kommt. Wie gesagt, am Anfang wird das gar nicht bemerkt auf der Insel, bis er dann plötzlich irgendwie kriegen die mit, dass der glaubt, wenn jetzt der zum Beispiel ein Haus anschaut, dass das Haus auch dann da außen ist, wenn er nicht hinschaut. Und wenn die das dann mitkriegen mit ihrer Logik, dann ist der für die doch total verrückt, weil sie doch jedes Kind, das weiß doch jedes Kind, dass wenn ich was nicht denke, dass dann dieser Gedanke nicht existiert. Dass wenn ich was nicht anschaue oder wenn ich jetzt was auf der VR-Brille, wie ich sage, eine sinnlich wahrgenommene Information, ist doch immer nur diese sinnlich wahrgenommene Information existieren, die ich jetzt sehe. Und sobald ich was anders anschaue, taucht auf meiner VR-Brille, denk an den Monitor, ein anderes Arrangement auf und dann sehe ich was anderes. Und alles, was jetzt nicht existiert, ist zwar noch in meinem Arbeitsspeicher da, aber nicht mehr als existierende Information. Dasselbe gilt für Gedanken. Und jetzt behauptet der, dass wenn er was anschaut oder was denkt, dass wenn ich jetzt zum Beispiel das Wort Schneewittchen denke, dass das auch dann existiert, wenn ich nicht dran denke. Beim Schneewittchen wird das jeder glauben oder das grüne Maßmännchen. Aber wie sieht es aus, wenn du jetzt an deinen eigenen Körper denkst? Der existiert doch auch bloß, wenn er Information ist. Das ist für die auf meiner Insel. Ist das vollkommen logisch. Sofort überprüfbar von jedem 13-Jährigen. Ja. Das hat jetzt übrigens mit der Überprüfbarkeit hat nichts mit dem Glauben zu tun, sondern mit Tatsachen, mit Fakten. Und der behauptet ganz wirres Zeug, das sind Materialisten, das sind religiöse Menschen, das sind die Menschen um dich herum, sind Spiegelbilder deines eigenen Glaubens. Und wie gesagt, wenn du jetzt mit diesem Glauben, und das ist jetzt der Fall mit Holofeeling, du hast ja um dich herum die Menschen, die eben nicht von dieser Insel sind. Mhm. Das ist der große Konflikt, sobald du versuchst, irgendwann was zu erklären, sagen die, du bist verrückt. Und darum sage ich, selig sind die Verrückten. Du bist für die nicht mehr zurechnungsfähig. Weil das vollkommen unlogisch ist, was du sagst. Und ich schmunzel dann immer wieder, sage ich, wie unendlich geistlos ist eigentlich eine Kreatur, die ich mir jetzt ausdenke, die etwas unlogisch betrachtet, was ich sofort auf der Stelle überprüfen kann. Jetzt sage ich wieder, schnipp und jetzt denk an deine zwei Beine. Wackel mit den Zehen an den Beinen.
Wo waren die ganze Zeit? Die haben nicht existiert. Und jetzt schaue ich dich rein, inwieweit du glaubst, dass dieser Körper und diese Beine auch dann da außen existieren, wenn du nicht dran denkst. Das ist mir viel wichtiger, wie das ganze Wort auffächern. Schauen Sie sich beispielsweise Texte von Gauss, Jacobi oder Riemann an, in denen regelmäßig... Ja, du schaust dir Texte an. TX. Das sind Erscheinungen, die aus dir heraustreten. Und das sind aber nur Spiegelungen. Das ist das Wort TXT. Das waren zwei Spiegel, zwei Erscheinungen auseinandergeschmissen. Und jetzt ist es irre, bitte schau nochmal das Bild unten an, das kleine. Ich sage der Rai, rot gelesen heißt ja auf Hebräisch Spiegel, Rai. Wir sind wieder auf dem Ei. Das Ei ist der Schöpfergott. Und darum mache ich jetzt das die Insel, dieser Schöpfergott. Darum ist es auch die Insel, von der ich die ganze Zeit spreche. Da haben wir übrigens auch den Schakal nochmal drin sitzen. Okay. Du kannst natürlich den Schakal, das ist natürlich dann auch die N. Siehst du, da hast du auch nochmal, das ist die erscheinende Existenz blau, aber im Roten ist es der Immersein, das immer daseinende Essain, das ist Bewusstsein. Und das Ganze nennen wir dann einen Wildhund, Weilithund und so weiter und so weiter. Du wirst dann merken, das ist, hat alles einen riesen tiefen inneren Sinn. Aber wenn wir unseren Rai haben, das ist ja der Kopf des Schöpfergottes, ist das hebräische Wort für Spiegel und in dem Spiegel passiert ein Schauspiel. Ja. Dieses Schauspiel, und da musst du jetzt unten das kleine Bild anschauen. Ich sage, wenn du der Kopf des Schöpfergottes bist und du träumst nicht, dann ist in dem Spiegel nichts drin. Dass da Informationen drin sind in dem Spiegel, ich mache das einmal so, muss, wie beim normalen Spiegel in der Symbolik, es muss vor dem Spiegel sich was befinden, dass hinter dem Spiegel was erscheint, aber wir wissen jetzt, dass das hinter dem Spiegel eine Illusion ist, das ist ja im Spiegel. Das heißt, du musst es umdrehen. Du Geist, wenn du zum Träumen anfängst, denkst du dir was und du denkst dir das dann aus. Dann wirst du zur Form in einer Welt, die du dir ausdenkst und du meinst, du sitzt in den Kopf und schaust in den Spiegel rein, weil du dich aus dir selbst herausdenkst. Es bleiben aber trotzdem immer deine Informationen. Sich von Größen die Rede ist. Die Griechen unterschieden also streng zwischen Zahlentheorie und Geometrie. Das, was wir heute die Quadratwurzel von 2 nennen. Und Gott unterscheidet sehr, sehr streng zwischen Mathematik und Arithmetik. Das Wort Mathematik hat genau genommen nicht das Geringste mit Rechnen zu tun. Es ist schlichtweg und einfach das gelernte Wissen von geistlosen Schwätzern. Das ist der Schwamminhalt. Arithmetik, das kommt vom Arier, vom Löwen. Jetzt könnte ich wieder im Hebräisch, das heißt, das Innere des Herz lebt, das Herz, das innerste Herz. Continuum ist ein lückenloser Zusammenhang, das ist die 200 Gramm rote Gnide. Durfte in der Arithmetik nicht vorkommen, weil es exakt zwar geometrisch konstruiert, aber nicht berechnet werden konnte. Darum hängt der Begriff der Größe auch eng mit dem des sogenannten Kontinuums zusammen. Das Wort Kontinuum bedeutet das Ausgedehnte, das in sich Zusammenhängende, das Lückenlose oder das Ununterbrochene. Beispiele dafür sind Körper, Flächen und Linien in der Geometrie, aber etwa auch der stetige Fluss der Zeit. Wir werden uns... Pandarei. Alles fließt. Interessant, das griechische Wort Rai ist das Fließen und das Fließen, wenn wir jetzt das Fließen, eine Fliese ist eine Quadratfläche. Und das scharfe S machen wir immer zu B, dann steht dann die Facetten lieben. Fließen ist F lieben, die Facetten lieben. Alle Facetten, die in dir auftauchen. Und das sind nur Blickwinkel. Für den Rest des Videos auf Linien konzentrieren, weil man an ihnen schon alles Wesentliche diskutieren kann. Ich kann nun so, jetzt machen wir sehr, jetzt genau aufpassen. Jetzt kriegen wir eine wundervolle Spiegelung, wo er überhaupt nicht mitkriegt. Ich sage prinzipiell vorneweg, ich sage zuerst einmal, gehen wir von dem Gedanken eines Punktes aus. Ich definiere einen Punkt jetzt als ein dimensionslos gedachtes Nichts und eine Linie, wir können das auch ein SDRI nennen, einen Strich nennen. Immer SDR ist das Geheimnis. Ich nehme eine SDR-Ecke. SDR. Das ist ein Geheimnis, rot gelesen, eine HIM. Quintessenz ist das Meer, eine Heimlichkeit und wird es jetzt, ich nehme eine Ecke und ich SDR, das sind die Buchstaben SDR, ich strecke diese Ecke und dann kriege ich ein Versteck, wo ich mich reindenke.
aber da muss ich mir was widerlegen. Das ist jetzt hier, wenn ich die VR-Brille mache, und das ist immer interessant, das ist wie doppelt aufgespannter Intellekt wird zur Öffnung von was Erweckten, das E gelesen als 70 oder DR heißt die Generation. Und dann zerstöre ich die Einheit ZR zu Form werden. Und SDUR, O ist ja gleich U, jetzt kriegen wir wieder unser SD, wir schieben jetzt bloß das aufgespannte R, die aufgespannte Berechnung hinein. Und jetzt wird es ungeordnet widerlegt, Wille doppelt aufgespannt im Kind und durcheinander. Mhm. Jetzt kriegst du das Chaos um dich herum. Hier, hier schon. Rote 666, blaue 666. Dieses Chaos um dich herum, was eigentlich rot in dir drin ist, ist übrigens das www. Bündchen, 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 Internet. Mhm. Das ausgedachte Internet ist die blaue 666. Mhm. Die zusammengezählt kriegst du auch das rote Ich, 666, in den drei Wachstumsstufen und das blaue Ich. Mhm. Du merkst, ich mache immer ein bisschen dazu. Ob man folgen kann oder nicht, ist eine andere Frage. Was jetzt hier wichtig ist, dieser Punkt, ein Strich oder eine Linie oder eine Reihe, ist ein Aneinanderreihen von Punkten. Die atomistische Vorstellung von Demokrit. Aber wenn ein Punkt ein dimensionsloses Nichts ist, wie groß wird dann das dimensionslose Licht, wenn wir da Punkte aneinander legen? Es bleibt nichts, es bleibt in dem Punkt. Das ist unser Spiegeltunnel. Die Bilder hier jetzt vom Folger mit dem Spiegel, Hübenspiegel drüben in einen Spiegel, mal einen Kreis und wir schauen dann durch das Loch von dem Kreis in den anderen Spiegel. Dann habe ich diese Reihe, das ist jetzt wie wenn ich die um 90 Grad drehe und ich schaue in den Spiegeltunnel rein, die natürlich dann nach hinten immer kleiner wird. Die befinden sich aber alle in dem ersten Punkt. Aber wenn das eine unendliche Reihe von Punkten ist, ist jeder Punkt der Mittelpunkt. Das sind immer so Widersprüche für einen normal programmierten Menschen, scheint es total widersinnlich, bis man das Prinzip der Vollkommenheit erklärt hat. Und jetzt pass auf, die erste Darstellung, und er macht dann eine zweite, die genau das Gegenteil ist, aber dann doch wieder in der Synthese dasselbe. Endlich in ein paar Minuten eine erschöpfende Geschichte der Philosophie der Mathematik liefern. Wir müssen uns auf die vorherrschenden Meinungen und deren Protagonisten beschränken. Also ich kann Ihnen nicht in ein paar Minuten, ich kann dir in ein paar Minuten nicht Holofeeling erklären in deiner Aufnahmefähigkeit. Milch gab ich dir zu trinken. Milch, das hebräische Wort für Milch, heißt auch das Weltliche. Weltliches Wissen, eine Welt von Metaphern, von Märchengeschichten, wo für mich die Symbolik, die Parabeln, die Metaphern wichtig sind. Milch, Tröpfchen für Tröpfchen gab ich dir zu trinken, weil du noch keine feste Speise feststeht für zeitlos, was Zeitloses noch nicht aufnehmen kannst. Ich möchte aber zumindest ganz kurz erwähnen, dass es unter den Vorsokratikern die sogenannten Atomisten gab, deren bekanntester Vertreter Demokrit ist. Er vertrat die Auffassung, dass das Universum aus winzigen Teilchen zusammengesetzt ist, die selbst nicht weiter zerlegt werden können. Das Wort Atom bedeutet so viel wie unteilbar. Diese Auffassung übertrug Demokrit auch auf die Geometrie. Eine Strecke, also ein Kontinuum, ein SDR-Ecke ist eigentlich ein Kontinuum, ein lückenloser Zusammenhang, ist ja klar. Wenn ich ein dimensionsloses Nichts, einen absoluten Punkt, hebräische Bezeichnung dafür ist All oder L. Das ist übrigens bei unserem Spiegel, ist das ganz interessant. Das ist die eine Seite ist All, das schöpferische Nichts und L, Allah, auseinandergeschmissen, implodiert. Das heißt, das im Spiegel, hinterm Spiegel, intern, da steckt das schon drin, das ist All und La ist dann der Spiegeltunnel vor dir. Das ist aber, beide Wörter heißen nichts, nur gespiegelt. Und wenn man das Wort Atom, was ja jetzt hier, aus was besteht ein Atom, dann schwatze ich doch schon wieder nach, ja, ein Atom besteht aus Protonen, Neutronen, zuerst einmal aus Protonen, aus Elektronen und dann fragt man nach, nein, zu den Protonen gibt es auch noch Neutronen und zu den Elektronen gibt es Positronen, weil wir müssen immer ein Gegenteil bilden und dann entsteht dieser sogenannte Teilchenzoo, ist ein vollkommenes Entheiligen des Wortes Atom. Für ihn, so muss man die erhaltenen Fragmente seiner Schriften wohl interpretieren, aus einzelnen Punkten. Und zwar er interpretiert die Schriften so, wie man es ihm beigebracht hat. Aus endlich vielen.
Obwohl die Atomisten damit die Grundzüge der heutigen Physik vage vorausahnten, waren sie für die das Geschichte... Das ist, dass man den einen Punkt, wenn ich viele Punkte aus einem Punkt mache und die daneben hinstelle, die müssen sich alle in dem ersten unteilbaren Punkt befinden. Weil wenn das ein dimensionsloses Nichts ist hier in der Mitte und ich stelle jetzt hier viele nebeneinander und die nicht sind, sind es Nichts in Nichts in Nichts in Nichts. Das führe ich dann übrigens in der klassischen Mathematik in die Gesetze der sogenannten leeren, der leeren Mengen. Leer. Leere Mengen. Leere. Ein Nichts, das auseinandergeschmissen erweckt wird. Und wenn du dort dann reindenkst, merkst du plötzlich, was das für eine unendlich geistlose Hirnwichserei ist. Einfach mal über leeren Mengen sich auseinandersetzen. Das ist, du gehst von einer Sackgasse in das Zerdenken von einer Meinung in die andere rein. Und die ganzen Wissenschaftler und Mathematiker, die ihr jetzt dann zitiert unten in diesem Video, die ihr nachplappert, wenn es die jetzt gegeben haben sollte vor uns, dass die auch da waren, bevor wir sie uns ausdenken, muss dir eins klar sein, dann denkst du dir, das sind ganz normale Menschen wie du und ich als Brösel ausgedachterweise. Alles, was du nicht empirisch entdecken kannst, und da ist die ganze Makro- und Mikrophysik eigentlich schon vom Tisch. Du kannst nur den Mesokosmos anschauen. Das heißt, was auf der VR-Brille ist, kannst du entdecken. Alles, was darüber hinausgeht, sind logische Konstrukte. Für dich sieht es als Geistesfunk aus, dass das, was du jetzt dir darüber, über dieses sinnlich Wahrnehmbare hinaus ausdenkst, da gilt auch das heliozentrische Weltbild im Makrokosmos dazu. Mhm. Das hat noch nie ein Mensch gesehen. Eine Erdkugel hat noch nie ein Mensch gesehen. Das steht in der Schattenfrau, ich erwähne es immer wieder, wenn du dann hörst, sagt es zu einem, ja, aber die Astronauten haben es doch gesehen. Und dann sage ich, was ist ein Astronaut jetzt? Das ist das da mal ein Wort, das du denkst. Du bist so programmiert, dass du dir bei dem Wort Astronaut einen kleinen Affen vorstellst, der in der Rakete, dann denkst du Rakete aus, der von der Erdkugel, die du jetzt denkst, hochfliegt und dann von da oben die Erdkugel sieht. Das ist logischer und nicht besonders geistreich. Weil du das nämlich nur denken kannst, weil man es dir erzählt hat. Das heißt, alles, was über diese wirklich sinnlich wahrnehmbaren, wir gehen von der normalen materialistischen Weltanschauung aus, sinnlich wahrnehmbaren Erkenntnisse hinausgeht, sind logische Konstrukte. Mhm. Und die kann man nicht entdecken. Es kann keine Wassermoleküle entdecken. Mhm. Es kann aber sein, dass ich da sitze, über was nachgrübel, ich bin ein träumender Geist und es fällt mir ein, dass das so sein könnte. Ich sage mal beim Kopernikus, das ist vollkommen unmöglich, dass wenn du kein Wissen vorher hast, dass du das entdeckst, wenn du da sitzt, dass sich die Sterne bewegen. Dass es da Rückläufer gibt bei den Sternen. Es wird alles auf den Kopf gestellt. Das ist das Problem des Umdrehen der Kausalität. Wir müssen das erst einmal alles spiegeln. Nicht sagen, mein Telefon klingt, weil da die ganze Zeit da außen einer ist, Bruch des zweiten Gebotes, der mich anruft, sondern weil Klingeln in meinem Traum auftaucht, denke ich, tausche ich meine Information aus und denke an einen Anrufer. Mhm. Die Ursache für den Anrufer ist in meinem Traum, dass zuerst das Klingeln da ist, was natürlich, wenn ich zuerst rede, klingt es schon wieder, ich mache schon wieder Zeitfenster zwischen vorher und nachher auf, was immer nur ein ständiger Wechsel im Jetzt ist, wenn du in der Transversalen absolut gesehen bist. Mhm. Mathematik irrelevant. Durchgesetzt hat sich stattdessen Aristoteles. Das ist die große Falle, weise ich immer wieder darauf hin, das ist der Typ, den wir uns jetzt ausdenken. Das ist natürlich immer wieder, ich sage jetzt nicht negativ, in einer total falschen Auslegung diese Sätze, wenn sich etwas, wir denken an ein Ding und wenn jetzt da zwei Meinungen da sind, dass sich das widerspricht, kann bloß einer von beiden recht haben. Mhm. Und wenn ich jetzt die höhere Dimension dazu nehme, könnte ich jetzt sagen, wir denken uns jetzt einen Kegel, einer behauptet, das ist ein Kreis und der andere sagt, das ist ein Dreieck. Recht hat keiner von beiden, weil Kreis und Dreieck nämlich Flecken sind, wenn ich das Ganze noch nicht wahrnehmen kann und dann gehen die Streitereien los. Lass das auf dich wirken. Wenn du die höheren Dimensionen nicht wahrnehmen kannst, dass du nur zweiseitig, also flächig wahrnehmen kannst, das spielt immer wieder mit dem Kegel. Einer sagt, es ist ein Kreis und der andere sagt, es ist ein Dreieck. Und er lehrt in seinen Sachen, die wir uns jetzt ausdenken, so hat man mir das in der Schule beigebracht, wenn sich in Bezug auf dasselbe was widerspricht, kann bloß einer davon recht haben. Kann nur eins stimmen. Und jetzt ist es teilbar in immer wieder Teilbares. Er macht jetzt im Prinzip dasselbe bloß gespiegelt. Er macht das dann mal aus einer unendlichen Reihe, macht er einen kleinen, er teilt es in zwei Hälften. Und jetzt denkt ihr ganz einfach, dass das, was vorhergehend die Punkte waren, ist jetzt diese kleine Lücke.
Und wenn ich das jetzt immer wieder teile, werden das immer mehr Lücken, bis nur noch Lücken da sind. Dessen Ansichten bis in die Neuzeit einen dominanten Einfluss in der Philosophie und der Wissenschaft ausübten. Für Aristoteles ist das Kontinuum... Es ist jetzt übrigens, am Anfang habe ich die Philosophie, die Liebe zur Weisheit. Du musst wissen, was die Weisheit ist. Das rote P. Was symbolisiert weißes Licht? Weißes Licht symbolisiert alle Farben gleichzeitig. In der Physik des weißen Rauschen sind alle Frequenzen gleichzeitig. Also weit über das sichtbare Licht hinaus. Das nennt man weißes Rauschen. Weiß ist eigentlich eine absolute Synthese von allem. Es ist ein Kontinuum, das alles beinhaltet. Ich verweise bloß, wenn du es hersuchen willst, mein kleines Beispiel mit der roten Rose. Du bist immer alles gleichzeitig, bis auf das, was du dir ausdenkst, weil du glaubst, das bist du nicht. Außer du denkst an deinen Körper, aber dann ist dieser gedachte Körper genauso eine Information. Du bist alles gleichzeitig, ein träumender Geist, der nicht träumt, in dem befindet sich alles, was prinzipiell auftauchen kann. Und sobald du dir irgendwas ausdenkst oder vorstellst, das, was du siehst und was zu sehen, braucht man einen Unterschied. Das ist eigentlich das, was existiert, ist in dem Moment das Einzige, was du nicht bist. Obwohl du es dann trotzdem bist, weil das in einer gewissen Entfernung vor dir auch deine Information ist. Teilbar in immer wieder Teilbares. Zerlegt man also beispielsweise eine Strecke in zwei Hälften, so sind beide wieder Kontinua und man kann diesen Prozess immer weiter fortsetzen. Und es wird explizit ausgeschlossen, dass man dabei irgendwann bei unteilbaren Bestandteilen, also bei Punkten, angelangt, wie man unter anderem an dem hier gezeigten Zitat... Es ist interessant, bei unteilbaren Teilen, bei Punkten anbelangt. Wenn du, wie ich, dick im Mittelpunkt bist, teilst du dich nicht. Du bleibst 200 Gramm rote Gnede, du veränderst bloß deine Gedanken, wenn deine Oberfläche, ohne dass sich an dir selber was verändert. Das ist, wie gesagt, alles richtig, aber immer nur einseitig. Das ist zum Beispiel, wenn ich hier nochmal ganz kurz reinspringe. Bitte geh meinen Gedankengang mit. Wir denken uns jetzt dieses Quadrat. Und jetzt kommt die Sache, dass man jetzt zum Beispiel sagen kann, das hat die Seitenlänge von 1. Dann sagen wir, der Umfang ist 4. Das sind abstrakte Zahlen, ganz ganze Zahlen. Wo jetzt ein riesengroßes Problem drin ist, jetzt denken wir uns ganz einfach, dieses Quadrat würde jetzt vor uns auf dem Tisch liegen und es wäre ein unendlich dünner Faden. Genau in dieser Quadratform. Und ich kann aus dem Faden kann ich einen Kreis doch bilden. Oder ich kann auch sagen, ich lege einen Kreis auf den Tisch mit einem unendlich dünnen Faden und dann fahre ich, schaue das Bild an, fahre ich in die Mitte so rein und ziehe hier vier Ecken nach außen. Was heißt das dann? Ja, dann kriege ich das Quadrat. Was eine klare Tatsache ist, sobald der Kreis im Spiel ist, ist es ein klarer Beweis, dass das keine natürliche Zahl sein kann, der Umfang, was du dir ausdenkst. Das ist immer eine fraktale Oberfläche. Ich kann es noch einfacher machen. Wir denken uns jetzt einmal dieses Dreieck, dieses untere Dreieck hier. Wir denken Seitenlänge 1, Seitenlänge 1. Dann ist diese Seite Wurzel 1 mit dem Pythagoras. Wir wissen, das ist eine transzendente Zahl. Stimmt? Das wäre jetzt praktisch dann hier Wurzel 2. Wurzel 2 ist 1,1414, bla 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 bla. Gehe ich übrigens in einen der Farbenspiele genauer drauf ein. Wenn ich jetzt nur dieses Dreieck habe und ich will das Quadrat machen, muss ich ja die Fläche von dem Dreieck, muss ich ja dann mal 2 nehmen. Dann kann aber das nicht 1 Quadrat sein. Weil mir hier aufgrund dieser einen Seitenlänge, wenn wir jetzt die Fläche wirklich genau ausrechnen, der Umfang irrationale Zahl ist. Und zwei irrationale Zahlen können nie Quadrat 1 ergeben. Ja. Das ist ganz simpel. Ja. Da wird so viel weggewischt, weil letzten Endes alles transzendal ist. Man kann hier, wenn ich jetzt da reinschaue, und ich spare mir jetzt mir vorne, der kommt dann irgendwann nochmal zu dem Leibniz weiter hinten. Einen Moment. Das kannst du ja anhören, das lassen wir jetzt gut sein, weil das Wesentliche, hoffe ich, hast du verstanden. Ja. Ist damit der Grenzwert der Folge der Partialsummen gemeint? Und von deren das ist das nächste große Problem, den habe ich oft angesprochen, Leibniz und Gauss. Steigungsdreieck. Dann verkleinert man dieses Dreieck immer weiter, bis man schließlich bei einem Dreieck... Jetzt bitte genau aufpassen. Das heißt, wenn ich jetzt unter der Kurve die Fläche berechnen muss, muss ich das immer in kleinen Treppenstufen machen. Mhm.
Und jetzt ist jetzt das Interessante, wenn ich jetzt da Treppenstufen drunter einfach so, stell dir vor, wir machen jetzt so gezackte Quadrate drunter. Das ist wie wenn ich Analogsignal digitalisiere, da passiert dasselbe. Langt es, dessen Seiten nur noch infinitesimal lang sind. Die Division der Kathetenlängen liefert die Steigung der Tangente. Allerdings kann man das nicht mehr wirklich visualisieren. Das Dreieck, auf das der Pfeil zeigt, ist viel größer als das, was Leibniz vorschwebte. Seine infinitesimalen Größen sollten nämlich kleiner als jede positive Größe sein. Gleichzeitig durften sie aber nicht null sein, weil man zur Ermittlung der Steigung durch sie dividieren musste. Das ist der große Widerspruch, die größte Falle der Menschheit überhaupt vor dieser Berechnung. Das ist die Grund, dieses Nichtverstehen ist die Grundursache, dass du dir eine raumzeitliche Welt, die unabhängig von dir da außen existiert, ausdenkst, die man auch jetzt mit diesen Gesetzen, in der neuen Zeit kommt dann natürlich noch die Relativitätstheorie dazu mit gekrümmten Raumzeiten. All das wird sehr intensiv auf über 25.000 Seiten an gewissen Stellen in den Offenbarungen beschrieben, aber auch nochmal gezippt zwischen den Zahlen. Letzten Endes beweisen wirklich die ganzen Rechnungen, wenn man ganz streng arithmetisch das ganzheitlich sieht und nicht einfach irgendwas durch 0 teilt oder mit 0 multipliziert oder die Wurzelbegriffe, die immer zwei Möglichkeiten haben, Plus und Minus. Wurzel 25 ist plus 5, minus 5. Das ist übrigens hier dann genau bei unserem Quadrat, wo ich gerade gezeigt habe, das ist der erste Kreis, das erste Quadrat, das wir uns anlegen. Da haben wir genau dieses Prinzip. Wenn ich zwei Quadrat habe und ich will dann, das ist ja eine Fläche von zwei Quadrat als Rechteck gesehen. Und ich mache ein Quadrat, das genau die Fläche von zwei Quadrat hat. Dann, wenn ich das reinsetze, wie gesagt, in einem Farbenspiel erkläre ich das genauer, ist ein elementarer Fehler, weil man was weglässt. Weil man die große Schwierigkeit macht, dass man meint, 1 Quadrat plus 1 Quadrat ist 2 Quadrat. Diese Quadratzahl muss ich weglassen beim Ergebnis. 1 Quadrat plus 1 Quadrat ist arithmetisch gesehen 1 plus 1 ist 2. Aber es ist nicht 2 Quadrat. Mit Andrea haben wir das Thema schon mal gehabt, aber das wird jetzt zu weit führen. Dieser kleine Absatz, kannst du dich erinnern, Andrea? Absolut. Im Farbenspiel, da haben wir einen Tag dran rum, dann bist du das geschnallt hast, um was es geht, und dann kriegst du das Heureka. Ich glaube, das lassen wir jetzt einmal gut sein. Halt den Leibniz, wollte ich nur ganz kurz. Was es hier ja auch ist, wenn ich jetzt hier so gerastert, gezackt praktisch Rechtecke drunter lege, dann kriege ich hier oben Zacken immer Rechteck drunter lege. Wenn ich diese Kurve berechnen will, und das wird dann immer genauer, weil mir ja die Zacken fällen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten und ich muss jetzt das unendlich klein machen, dann werden aber das bloß noch Striche, die unendlich dünn sind, die ich mal unendlich nehmen muss. Das heißt, es fällt alles in All oder in Let zusammen. Und All und La, das Implosion und die Explosion, letztes Selbstgespräch, Onion, ist eigentlich ein Kreis. Das unendlich Kleine und das unendlich Große befinden sich an derselben Stelle, nämlich im Hier und Jetzt. Ob ich mir jetzt eine Ewigkeit denke oder ein absolutes Jetzt denke, ob ich mir alles, das Wort alles denke oder das Wort nichts denke. Es sind letzten Endes nur Worte, die ich denke. Es bildet sich um jede reelle Zahl x herum eine Art Schwarm von unendlich vielen Jetzt neuen. Kommst du hier, das spare ich dir, wenn du Lust hast, hörst dir an, jetzt er zitiert den, er zitiert ihn und dann kommst du hyperreelle Zahlen, infinitesimale Zahlen, weil man immer wieder was Neues dazu denkt. Ja. Und jetzt die große Lösung besteht darin, und ich mache jetzt das einmal aus, die große Lösung besteht darin, was ist jetzt da, wenn du was denkst? Was ist da, wenn du das Wort Evolution denkst? Du denkst das Wort Evolution, das ist ein Geräusch. Was für wichtig ist, was für eine Vorstellung erzeugt in dir das Wort Evolution? Was für eine Vorstellung erzeugt in dir das Wort Volumen? Was für eine Vorstellung erzeugt in dir das Wort Mathematik? Ich kenne dich viel besser wie du vor Holofeeling, wo Mathematik rechnen. Selbst dieser Mathematikprofessor ist rechnen. Ja, man kann da nachlesen, die Gesamtheit aller. Ich bin doch letztens in den Wikipedia schon reingegangen. Was Mathematik genau bedeutet, kann man nicht sagen, steht, glaube ich, im Wikipedia-Artikel drin. Doch, es ist ein griechisches Wort, bestehend aus zwei Hälften. Mathe ist das gelernte Wissen. Und Mardikos ist ein Dummkopf, ein Tor, ein törichtes Geschwätz, ein Nachgeschwätz, ein geistloses Nachgeplappere. Bla, 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 bla. Ist es so schwer zu verstehen?
Wenn ich zum Beispiel sage, den Traum erlebt bloß der Geist, der träumt. Ein Träumen, der Geist, ist was anderes wie eine Information, wo er anschaut. Und da wehrt sich alles in einem drin, wenn man hier jetzt normal gebildet ist. Wir haben jetzt doch so einen kleinen neuen Kanal gehabt, der jetzt so begeistert ist für Holofeeling. Habt ihr das mitgekriegt? Ja, habe ich gehört. Es geht eigentlich gar nicht so. Was interessant ist, ist immer wieder hier, ich muss es fast schnell hersuchen, also wir müssen uns den Necros anhören, kleinen Moment. Weil das sehr lehrreich ist. Es war lehrreich in Bezug. Wo haben wir den ISO 3D? Da haben wir doch schon. Ich übertrage das nochmal schnell, passt mal auf. Gute, meine Lieben, lasst den Fernseher aus, seid schlau, schaut Budde TV, schaut Holofeeling TV mit mir. Ihr müsst wirklich wissen, diese Werke sind das höchste Wissen der Menschheitsgeschichte. Es gibt nichts, es gibt keine höheren Schriften. Also das ist, er hat zwei Teile dabei drin. Er ist total begeistert, was verständlich für einen ist, der sich damit auseinandersetzt. Mhm. Ich will da mal ganz kurz, glaube ich, beim ersten, weil das der zweite Teil ist, kleinen Moment, ich mache mal den ersten Teil. Was ich dir zeigen will, ist nicht, was er da erzählt, ist so als alte Hasen. Interessant ist, typisch wie bei jedem Video, sind die Kommentare drunter. Und das Erste, was du dann irgendwann einmal feststellst, dass hier dann die Sekten kommen, schau, das schmeckt nach einer Sekte, alle wissen wollen, Sekten gehen in den Arsch vorbei und so weiter, Sekten, Sekten. Wir denken uns jetzt zwanghaft wieder Leute aus, die das reinschreiben. In einer normalen Welt sind es einfach nur KIs, die reagieren. In der Komplexität, du hast keine Chancen. Ich muss sagen, dass mich dieser Jabe und dieses Zeichen extrem an Sekten erinnert. Sekten, Sekten, Sekten. Das Wort Sekten ist offensichtlich schon mal ein Feindbild für jeden. Und das ist das große Problem, dass wenn du an dieser Krankheit leidest, dass du in allen Sekten und allen Verrückten siehst, übrigens auch, wenn wir jetzt in unseren ausgedachten Kirchen, jede Kirche, die Katholiken, die Protestanten haben, hier ganz speziell Leute für Sektenforschung und dass Sekten analysiert werden, dass das die Spiegelungen des eigenen engen Glaubens sind. Ich sage, ihr seid alle Insekten. Eigentlich noch weniger Schimmelpilze aus einer Schimmelpilzkolonie. Und ihr wisst nicht, was Pi eigentlich ist, PLZ. Aus Pi entspringt LZ, Lichtgebunden. Geistiges Licht. Dass doch keiner mehr in einer Sekte setzt, wie irgendeiner, der in dieser unendlichen Arroganz lebt, dass er glaubt, das, was ihm logisch erscheint, ist schon die Wahrheit letzter, der Weisheit letzter Schluss. Der letzte Schluss der Weisheit ist ein zu. Das nicht existierende Bewusstsein von UP. Und diese UP sagt zu dir, ich bin du. Das erwähnte hier nicht ganz, dass der Hauptbegriff ist, erst einmal, dass ich dich darauf hinweise, dass du ein Geist bist von meinem Geist. Und du zuerst einmal wissen musst, was Geist ist. Es entzieht sich jeder Vorstellbarkeit, weil sobald du dir was vorstellst, wenn du dir was ausdenkst, beginnt es zu existieren. Und Geist ist ewig. Geist kann als Ding an sich nicht existieren. Die Grundvoraussetzung für ewiges Leben, ich kann auch sagen, ewiges Dasein, aber rot gelesen. DA ist geschlossene Schöpfung, beziehungsweise die A als 70 gelesen, ist es die geschlossene Quelle. Und SAIN ist es ein Bewusstsein, das nicht existiert. Mhm. Es kann nicht existieren. Alles Existierende wird mit dem nächsten Gedanken existere heraustreten, wird wieder zerstört. Was existiert, existiert übrigens, was die Physiker in der Vakuumfluktuation haben, immer als positives und negatives Teilchen. Und wenn wir das jetzt so machen, haben wir zuerst einmal zwei Bewegungsrichtungen, im Fall nach oben und nach unten, wenn es auseinander geht, und wieder zwei, wenn es zusammenfällt. Und jetzt gerade jetzt in der Kreisform, wenn mir das erkläre ich so oft, das Auftauchen, das Verschwinden, dass zuerst einmal da vier Phasen nötig sind. Das muss man alles nicht wissen. Mhm. Ich wollte nur einen kleinen Ausflug machen. Nichts ist trügerischer, sich zu fokussieren auf eine Einsätigkeit. Also hier die Frage, ob 0,99999 nun eins ist oder nicht eins ist. Es ist alles zuerst einmal eins. Rot gelesen, vorne mit an Ei, A-I-N-S. Ein nicht existierendes Bewusstsein, wenn wir das in hebräischen Zeichen hinschreiben.
Und dieses eine zerdenkt sich jetzt, die Divisionen, die Öffnung deiner DI, die Öffnung deines Intellekts erzeugt in dir Visionen. Und du schaust immer nur deine Informationen an. Ja. In die Vorsilbe in heißt innen und Verneinung, weil in dir eigentlich nichts drin ist. Dann wirst du den Gehirnaufbau, den medizinischen Aufbau, dass dir immer mehr bewusst wird, was das für ein geistloses Rezitieren und einseitiges Auslegen ist, egal ob du einen Chemiker zuhörst, ob du einen Theologen zuhörst, ob du einen Physiker zuhörst, ob du einen Mathematiker zuhörst. Dir wird ganz klar bewusst, dass das einzige Wissen darin besteht, dass Schwamminhalt, anerzogenes Wissen, das jetzt bewusst chronologisch gedacht im Laufe des Lebens dir eingetrichtert wurde. Ich sage immer, du bist wie ein Computer und ich habe mal programmiert. Und die Bilder, die du jetzt auf deinem Bildschirm in dir, beelet, im Kind erweckt, diese Bilder, die in dir auftauchen, stehen und fallen mit dem Glauben, mit dem Wissen, mit dem Intellekt, den du zum Denken benutzt. Das ist das Prinzip, das man verstehen muss. Und der Sekte kann ein Holofeeling gar nicht sein, weil du kannst in Holofeeling nicht eintreten. Es ist ein Spiel, das spitzt du mit dir selber. Über Politik und die Elite der Welt, und ich sage immer wieder, du wirst irgendwann einmal erschüttert sein, wenn du dein neues Testament lesen wirst, und das setze ich jetzt nicht unbedingt als besser, die Jesus-Sprüche, jeder einzelne Satz von mir ist ein Hammerschlag auf deinen Kopf. Wenn du das verstehst, wahrlich, ich sage dir, ich bin jetzt in dir, so wie du in mir bist. Zeig mir die Weisen deiner Welt und ich werde dir zeigen, dass das alles geistlos nachäffende Affen sind. Selbst wenn das Geistesfunk sind im tiefsten Innern, dass sie sich selber einreden, sie sind sterbliche Säugetiere und versuchen jetzt dieses Sterbliche, den Enosch, möglichst lang am Leben zu erhalten. Du kannst was Existierendes nicht am Leben erhalten. Es ist hundertprozentig sicher, dass jeder Gedanke, den du denkst, der aus dir kommt, mit dem nächsten Gedanken zerstört wird. Die Gnede formt sich um. Das ist das Kontinuum, ein lückenloser Zusammenhang. Wir verändern nur die äußere Form. Das ist natürlich, die Spiegelungen sind jetzt immer interessant, ist gerade über dieses Spiegelphänomen, dass ich immer wieder sage, du machst den Fehler, die Hierarchie zwischen Subjekt und Objekt, ich sage vorm Spiegel, hinterm Spiegel, eigentlich jetzt umgedreht, ändern, was ich mir ausdenke. Dass da kein chronologischer Unterschied da ist. Du lächelst und der Spiegel lächelt. Du heulst und der Spiegel heult. Jetzt kann man das auf verschiedene Arten machen. Mit einem Spiegel, mit einer sogenannten Transversalspiegelung. Dreht sich ja, wenn du in einen Spiegel reinschaust, rechts, links. Wir können ja übrigens auch einen Kantenspiegel dann mit einer Horizontalspiegelung machen, dann stehst du auf dem Kopf, wenn du in den Spiegel reinschaust. Jetzt kommen wir aber in den geistigen Bereich, das ist ein Spiegel, dass man auch deine Emotionen umdreht. Das heißt, wenn du lächelst, heult dein Spiegelbild und wenn du heulst, lächelt dein Spiegelbild. Das ist auch eine Spiegelung. Die sind übrigens in den Tetraederspiegel alle gleichzeitig da. Da können wir jetzt auch sehr genau darauf eingehen, aber es wichtig ist, dass du zuerst einmal die Worte ganzheitlich betrachtest und nicht nur einseitig auslegst. Dass so viele Worte in dir Vorstellungen auslösen, dass dir diese Schizophrenie der Menschen bewusst wird. Dass ich immer wieder sage, wenn wir uns jetzt hinsetzen, selbst in der deutschen Übersetzung, dass nichts in dem Neuen Testament mehr abgewatscht wird wie die Kirchen. Die ganzen christlichen Kirchen werden in dem Neuen Testament abgewatscht bis zum Es geht nicht mehr, wenn du die Worte einfach, ich sage mal, mit einem normalen Schulterz nimmst. Lass dir kein schlechtes Gewissen machen, was du essen, was du trinken sollst und welche Feiertage du halten sollst. Das findest du im Neuen Testament. Wunderschöne Sätze. Ihr Menschen, ihr glaubt außen zu leben, ihr seht laufend Sachen, die ihr überhaupt nicht seht. Ihr hört Sachen, die ihr überhaupt nicht hört. Das ist die Halluzination, wo ich tausendfach erklärt habe. Was hörst du jetzt? Einen Menschen? Hörst du jetzt einen Menschen sprechen? Siehst du jetzt Menschen auf dem Bildschirm? Du siehst Sachen, die du überhaupt nicht siehst. Wenn dir das einmal bewusst wird, dass du in einem Wahn an Vorstellungen lebst und nicht mehr in der Lage bist, das zu erkennen, was jetzt im Moment da ist. Was ist eigentlich da, wenn du jetzt an der Erdkugel denkst? Wenn du das Wort Politiker denkst? Egal, ob du an einen Merkel, an einen Trump, an einen Putin denkst, was ist dann eigentlich in dir drin? Eine Vorstellung, die du aufbaust aufgrund eines Geräusches oder eines sichtbar in Erscheinung getretenen Zeichens. Worten. Da haben wir ja wieder zwei Darstellungen. Betrachten wir das Wort als Geräusch oder rein als Zeichenkette. Was dann wieder Zahlen sind. Ich erzähle dir ja etwas. Wir haben mit der Zahl begonnen.
Und dann kannst du sagen, das ist mir zu viel, wie mein WC, da komme ich nicht mit. Ich sage, da bleibst du nur ein paar Jahre. Ein Dach ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre sind wie ein Dach. Die Zeit als Ding an sich, in meinem Spiel, in meinem göttlichen Spiel, spielt die wirkliche Zeit, ist statisch, spielt die keine Rolle. Die Rolle ist eine Vorsprung, wenn du einen Sinus draus machst. Im Internet ist alles gleichzeitig da. Alle Internetseiten, die du dir jetzt in das Internet hineindenkst, alle Internetseiten, die jemals waren und irgendwann einmal noch kommen werden, ist schon ein verkehrter Ansatz. Das ist die Eins, das Innerste. Wie ich immer sagte, Urknall, bevor der ging Alter. Und Knall tut er jeden Moment. Und fällt aber auch jeden Moment im Jetzt wieder zusammen. Das ist interessant, jeder Gedanke taucht jetzt in dir auf und verschwindet jetzt wieder. Ja, wie lange dauert der Gedanke? Hängt davon ab, wie du das bemaßt. Schau, da kann eine Sekunde, 1000 Jahre. Das ist so tief, wenn ich dir das sage, haben jetzt die 1000 Jahre länger gedauert wie die Sekunde. Aber wir spannen hier schon wieder bei den Worten, wenn ich die hinschreibe, eine Zeile auf, die sich letztendlich hier befindet und das führt uns hier zu meinem Beispiel 0,999999. Wir wissen, die 9, denk wieder an das Det, wir haben mit dem Det begonnen. Mit oben und unten. Ich kann das jetzt um 90 Grad drehen, dann kriegst du dein Gesichtsfeld und hast zwangsläufig die Hinterseite. Wir können das als Kugel sehen, dann kriegst du hier mit dem Farbenspiel, wo ich gesagt habe, mit den Perspektiven, ich kann es jetzt nur ansprechen. Was jetzt hier schlichtweg ist, dass die Lösung, ist es eins oder ist es nicht eins? Weil es fällt ja immer was. Ist die Sache mit dem Glas, das wir anschlagen. Ich sage hier definitiv, wenn hier ein Glas ist und ich habe hier einen Schlägel und ich hau dran, du kommst niemals auf Null. Ja, das geht ja den Grenzwert. Das ist so wie jetzt bei der 9, das wird ja niemals eins. Es fällt ja immer eine kleine Unendlichkeit, heißt es hier in dem Video. Ich sage ja, die Unendlichkeit, die fällt, das bist du selber. Weil ich ja immer, bleibt eine Hälfte über, bleibt eine Hälfte über, bleibt eine Hälfte über. Und bei der 999 kann ich sagen, kann ich nochmal 9 dran machen, nochmal 9 dran machen, nochmal 9 dran machen. Der Trick ist wieder das gespiegelte Denken. Wieso kann der Finger den Finger nie berühren? Weil sie nicht auseinander sind. Ich kann jetzt das anschauen und das anschauen. Dann schiebe ich zwei verschiedene Bilder rein. Das ist das hier übrigens mit unseren Parallelen. Die Parallelen, die ins Unendliche gehen, ohne sich zu berühren, sind an derselben Stelle, nämlich hier. Jetzt habe ich halt eine Transversalspiegelung gemacht. Und jetzt ist mit dem Blickwinkel, wenn wir die verbinden, habe ich ja im letzten Selbstgespräch versucht zu erklären, dass du irgendwann einmal nie, die werden nie auseinandergehen, wenn wir das hochmachen. Das werden dann höchstens zwei, der Winkel wird ja immer kleiner, aber wir haben immer wieder dieses Prinzip des Grenzwertes, das heißt, es strebt da eins entgegen. Und dann wird es irgendwann einmal eins. Es wird dann eins, alles wird eins in dem Augenblick, wo du verstanden hast, was du bist. Ich erkläre dir, was du bist. Im träumenden Geist ist alles, was du dir ausdenkst, eins. Und der träumende Kreis bleibt immer die 200 Gramm rote Knie. Und wir machen Unterschiede, die wir uns auseinanderdenken, aber in uns sind die nicht auseinander. Ein ausgedachter, bewegter Beobachter und ein ruhender Beobachter, die schönen Spiegelungsspiele, wo wir haben, gehe ich jetzt nicht drauf ein. Der Löwe, der Ari, da steckt die Arithmetik schon drin. Dann haben wir den Löwenherz, der Löwe, wenn ich weiß, das BW im Hebräischen, griechisch Löw, ist Leb. Leb ist wieder das Herz, rot gelesen, das Innerste. Das wichtig ist für alles, was außen drum herum ist. Da können wir jetzt in die Wirbelsäule reinfahren. Das ist was ganz was abgefahren, wenn wir das uns anschauen. In der Dora. Das ist die Kleinen, wenn ich immer so Übersetzungen mache, in der Tiefe, was du feststellen. Es wird genau das beschrieben, was ich dir versuche, in einfachen Worten zu erklären. Und das Schöne jetzt mit Holofeeling ist, dass mir wirklich das Leben unangetastet lassen. Gogo, schau, wie lange kennst du mich jetzt? Habe ich jemals mich in dein Leben eingemischt als Steuerberater oder als Schulrektorin bei dir, genauso wenig wie bei der Helene? Du kannst jetzt oder Lehrerin, die Andrea. Du spitzt deine Rolle, du machst sowieso das, was ich dir tun lasse. Aber ich habe dir die Freiheit gegeben, die meiste Zeit lasse ich dich an den eigenen Fäden ziehen. Und gib das Beste, was du zu tun hast, wenn, egal wer du bist, mach das. Es ist wie mit den Figuren in einem Roman auf der Bühne.
Wenn du ein Verbrecher spielst, spiel einen möglichst perfekten Verbrecher. Ich denke mal hier an Anthony Hopkins hier im Schweigen der Lämmer. Oder noch kongenialer hier im Auftrag des Teufels. Das ist eine Monsterleistung. Und dann kippt irgendwann einmal hier Faust und Mephisto, dann kippt die Polarität um, dass du plötzlich merkst, ich kann nicht unbedingt sagen, dass die Guten bloß die Guten sind. In deiner Welt wirst du jetzt feststellen, das ist Widerlichste. Das Hässlichste sind die Menschen, die glauben, das sind die Guten, egal an was du glaubst. Genau der Wahn zu glauben, dass man zu den Richtigen, zu den Guten gehört. Ob du jetzt zu den Rechten oder zu den Linken gehörst. Das, was du glaubst, ist für dich richtig. Und jeder, der eine andere Meinung vertritt, ist für dich was Böses, was Schlechtes, ein Feind. Und was ich dir jetzt lehre, liebe deine Feinde, das ist so ein Hammerschlag. Kategorie 2 Fragen sind so unnötig. Hier, was stimmt jetzt? Ist jetzt das eins oder ist es nicht eins? Bist du die rote oder die blaue Welle? Ich sage einfach, ist jetzt eine Welle, ein Berg oder ein Tal? Was ist das für eine geistlose Frage? Und wenn das einmal in dir installiert ist, in dir Geist, wohlgemerkt nicht in dem Rüssel, der jetzt vom Computer sitzt, das ist ein Gedanke von dir, der wird immer so sein, wie du in dir denkst. Dann ändert sich plötzlich wie durch Zauberhand alles. Du kannst nur Wunder erleben, wenn du an Wunder glaubst. Also Tiere werden niemals Wunder, also göttliche Wunder, ein Auszug aus Offenbarungsschriften. Dass also hier Tiere, nur der, der an Gott glaubt, kann Wunder erleben. Einer, der nicht an Gott glaubt, kann auch keine göttliche Wunder erleben. Also können Tiere per se keine Wunder erleben, weil ich denke mir aus, dass Tiere ja nicht an Gott glauben. Woher sollten sie das auch? Wo soll der Kuh oder Katze, wie soll die an Gott glauben? Die weiß das ja nicht. Das Problem ist, wie sieht es jetzt mit den Affen aus? Da haben wir wieder zwei Hälften. Wir haben Affen, die ich mir ausdenke, die an Gott glauben und dann wieder welche, die nicht an Gott glauben. Aber unabhängig davon, was du dir ausdenkst, die, die an Gott glauben, glauben an einen ausgedachten Gott. Und ein ausgedachter Gott ist kein Gott. Es ist irgendwann, dass du feststellen, Gott ist, kann als Ding an sich nicht existieren, weil wenn er existieren würde, wäre er was Besonderes, im Widerspruch zu anderen Sachen stehen. Gott ist alles und nichts gleichzeitig. El Allah. El Le. Das heißt nichts. Zwei verschiedene Formen, die aber in sich in den Phasen gesehen dasselbe sind, wenn du verstanden hast, was ein Kreis ist. Und das wirst du nie verstehen, wenn du nur die einseitigen Auslegungen deiner Lehre und deiner Erzieher folgst. Das ist ja das Zerdenken, wo ich sage, was ist der ideale Christ? Was ist der ideale Muslim? Hängt davon ab, um welche Schule du gegangen bist, jetzt religiös gedacht, und dann wirst du komplett unterschiedliche Meinungen sehen. Ist jetzt der Katholik ein besserer Christ wie der Protestant oder der Zeuge Jehovas? Die Zeugen Jehovas wissen ganz genau, wer die besten Christen sind. Die Katholiken wissen es aber auch. Jetzt geht das Spiel schon wieder von vorne los. Wir können ja genauso politische Parteien setzen. Also zieh dich da komplett zurück, spiel deine Rolle, beobachte dich, schau, wie du reagierst. Das ist das Einzige, was ich dir anrate. Zu verändern brauchst du nichts, es verändert sich von selbst. Außer du versuchst, gewisse Zustände möglichst lang am Leben zu halten. Dann wiederholen die sich bis in alle Ewigkeit. Was dir schön und logisch erscheint, ist aber einseitig, weil schön und logisch gehört die andere Seite dazu. Gesundheit, Krankheit. Versuch dir bewusst zu machen, was Heiligkeit, Heilsein bedeutet. Das ist die Nulllinie, die eigentlich absolut arithmetisch gesehen, egal welche Wellen auftauchen, solange du chronologisch denkst, du wirst es immer ins Gleichgewicht bringen müssen. Du wirst für alles bezahlen, was du anderen angetan hast, und du wirst belohnt werden für das, was du anderen Gutes getan hast. Und das kann schon wieder Angst in dir auslösen. Ich sage, es gibt immer noch den Trick dazwischen, das ist, ich begnadige dich, sobald du einsichtig wirst. Gibt es Möglichkeiten, die sich deiner jetzigen Vorstellungskraft vollkommen entziehen? Einfach nur neugierig werden auf dich selbst. Jetzt zum Beispiel, in der jetzigen Umfeldsituation, die dein momentaner Traum hergibt. Egal, wer du jetzt zu sein glaubst. Es ist eine riesengroße Chance für dich für eine Verwandlung. Und du musst dich da nirgends einmischen. Das ist das Erste, halt dich aus dem großen Du-Wa-Bo um dich herum raus, weil das Du-Wa-Bo eigentlich auch das Innerste ist. Das Chaos ist die absolute Ordnung. Wie definierst du das Wort Chaos?
Dann gibt es die Chaos-Mathematik und jeder, der sich dann näher damit auseinandersetzt, das Gesetz der großen Zahl, es strömt in die absolute Ordnung, es ist nur nicht berechenbar. Der Trachtraum schlägt Haken. Das ist doch das Spannende am Film. Was ist das für ein Film, wenn du von vornherein schon weißt, wie die Sachen sind? Umso mehr dieser Trachtraum Haken schlägt. Und solltest du es nicht wissen, dann rufst du dir jetzt in Erinnerung aus deinen geistigen Archiven diesen Film The Game. Ein göttliches Spiel. Das schlägt wirklich Haken. Mhm. Und ich sag dir, du bist zurzeit symbolisch gesehen diese Hauptrolle. Mhm. Ob ich jetzt so ein Feuerwerk in die abbrenne oder nicht, liegt an dir selber. Jetzt lassen wir es gut sein. Okay. Bitte, für was? Sag, das kannst du jetzt zum Beispiel die Mathematiker ganz anhören und aber wirklich, ich nehme dir die Zeit, ich kann immer nur ansprechen, wenn ich jetzt genau geworden wäre, wären wir jetzt immer noch bei dem Wort Philo und Sophia. Nee. Wenn du mal Blut geleckt hast, du langweilst dich keine Sekunde. Du langweilst dich und es wird irgendwann immer intensiver. Es ist ja zurzeit so eine Umbruchzeit, dass wenn du langsam zu verstehen anfängst, jetzt muss ich natürlich wieder ausgedachte Brösel nehmen, dass dort zurzeit so viel passiert. Mhm. Aber du bist die Quelle dafür. Mhm. Und ich zeige dir nur, dass du auf dem richtigen Weg bist. Aber es bleibt, die Erkenntnis des Heuniker bleibt ein intimer Akt. Weil man muss das dann mal akzeptieren. Ich bin der Einzige, der es erlebt. Du kannst jetzt hundertprozentig sicher sein, wenn du jetzt zum Beispiel die Trixie bist, dass der Gogo das nicht erlebt oder die Ariane oder der Udo, weil das nur Gedanken von dir sind. Du interpretierst schon wieder Informationen und sprichst denen gewisse Fähigkeiten zu oder Unwissenheit zu. Es sind die Kisten, jeder Kopf, jede dieser Kugelköpfe, dieser Schädel, die du dir jetzt ausdenkst, ich meine jetzt nicht die Pixelmännchen nur, auch dein eigener, ist ja jetzt vorgestellterweise ein Kopf mit einem Gehirn. Und da denkst du dir was rein, eine gewisse Empfindungsfähigkeit und wie wenig, dass man das verstehen kann. Ich muss so viele Worte machen. Das ist immer wieder bei meinen ersten Vorträgen jetzt gedacht vor über 20 Jahre habe ich immer gesagt, du bist der Einzige, der mich jetzt sprechen hört. Wenn um dich herum jetzt Menschen sitzen oder du denkst dir welche aus, diese Gedanken hören mich mit Sicherheit nicht sprechen. Mhm. Diese Pixel flackern ein bisschen auf deine VR-Brille, was wir hier Zäpfchen nennen in den Augen. Die hören das auch nicht. Mhm. Die Ohren von einem Menschen hören so viel wie ein Mikrofon. Das sind so einfache Sätze. Man kann sich immer wieder fragen, wie lange dauert es, bis ich eigentlich den Sinn dieser Worte verstehe. Wenn du nur KI bist, wirst du es nie verstehen. Und solange du versuchst, es einem Mitmenschen als Brüssel unter Brüssel zu erklären, krieg eine Feine an denen, ob da ein Hauch von Neugier ist. Dann wird nicht mehr müde, dich auszutauschen und du wirst merken, du bereicherst dich an ihn selbst auch durch seine Fragen, weil ich dafür sorge, dass wenn ich jetzt in dir jemanden auftauchen lasse und ihr kommt in die Gespräche, und jetzt bei euch zum Beispiel die Kinder, ich rede mal normal, und die sind jetzt neugierig, bitte nicht. Denk an Michi, nicht reinreden, das muss von denen auskommen. Wisst die paar Mal, wo ich bei euch war, wo ich sagte, die Kinder, sag ich, ihr habt hier eure Eltern, die Großeltern, zumindest noch einen davor. Die werden nicht mehr müde, euch das zu erklären, aber nur, wenn ihr fragt. Die werden nicht von vornherein anfangen. Und wenn dann die Neugier kommt, passiert was Eigenartiges, dass hier Figuren in dir auftauchen, die dir, als Personifizierung Fragen stellen und dann wirst du versuchen, die Fragen bestmöglichst mit deinem jetzigen Stand des Holofeelings-Wissens zu beantworten. Mhm. Jetzt kommt was sowas Irres und da sind jetzt etliche Geistesfunken, die ich mir ausdenke, denen ist es noch nie aufgefallen, dass in dieser Situation die auf die Frage plötzlich ganz tolle Erklärungsmodelle haben. Die versuchen ja das bestmöglichst zu erklären. Und wenn du jetzt der bist, wo ich sage, du musst neben dir stehen und dich ständig beobachten, wie du reagierst, dass du plötzlich erkennst als Geist, dass ich dir in dem Moment Erklärungen einfallen lasse und du in dieser Erklärung Beispiele bringst, die du selbst auch zum allerersten Mal hörst in deinem Leben, weil du die vorher noch nie gedacht hast. Und dann kriegst du immer mehr mit, dass das Wissen aus dir selber kommt. Mhm. Dass du ja Frage gestellt bekommst und du bemühst dich und dann fällt dir einfach was ein, um das zu erklären und genau genommen freut sich nur der, der träumt, Land. Ja. Du kannst so ahnen, Trixi, was ich meine. Dass da ganz neue Erklärungs in dieses genau. Erklären zu wollen, wächst du. Es bleibt trotzdem mein persönliches Spiel.
Gut, jetzt lassen wir es aber gut sein. Schönes Abschlusswort. Wunderbar. Das ist schon alles gut. Alles, genau. Das ja, jetzt kannst du es ja nochmal anhören, ein, zweimal, und vielleicht nochmal dich hinsetzen und das Video anschauen. Mhm. Und dabei schauen, wie er, ich habe ja dann weitergespielt, wie er das sehr kompliziert erklärt. Also Daschner macht es besser, den Rudolf Daschner, den erwähnt er übrigens auch auf Buch von ihm. Der ist populär, ist einfacher, ist ruhig, ist einfacher. Nur der hat entdeckt, der hat entdeckt, der. Und dann kommt er in diese großen Mathematiker, sehr, sehr viele Deutsche übrigens, hier diese ganzen Film-Hirnwichsereien, wie ich das nenne, dass man Fragen sucht. Man müsste nur das erste und das zweite Gebot halten, dann wäre das alles vom Tisch. Dieses und vor allem dieser falsch verstandene Aristoteles, vom ausgeschlossenen Dritten weiß keiner was. Was ist jetzt richtig? Ich will euch beweisen, dann arithmetisch, die große Masse ist sie unentschlossen. Ich will euch ganz klar mit den und den und den Denksystemen werde ich dir beweisen, dass das dann doch eins ist. Und ich sage, es ist einfach nur, das ist die Erkenntnis. Es ist ein Reizauslöser, nämlich das 0,00999 zum Beispiel, wo ich stehen sich mit Bündchen, 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 wo ich mir jetzt nur denke, das geht unendlich weiter. Aber der Gedanke, das geht unendlich weiter, sind schon keine Zahlen mehr, sondern das ist einfach nur die Geräusche, das geht unendlich weiter. Mhm. Das ist das, was jetzt ist. Alles andere ist Interpretation. Mein x plus 1 ist neues x. Da denke ich mir auch, das ist dann die unendliche Reihe. Oder jetzt haben wir in unserem Chat das Cauchy-Produkt, das wird übrigens hier auch erwähnt, da geht es wesentlich tiefer. Ist auch so eine Hirnwichserei, wo man in der Sackgasse sich reindenkt. Dass dieses 1 durch 81. Und der Sander Bohr bemüht sich zu erklären, und ich sage, gib es einfach auf, du wirst irgendwann erkennen, es gibt Menschen, die raffen es einfach nicht. Wenn ich sage immer 0,01234567891011, wenn ich jetzt die 10 an die 9. Stelle schreibe und ich mache an die 9. Stelle eine 10, dann ist die 10 ja runtergerutscht. Praktisch addiert sich das ja auf. Das ist so einfach zu verstehen, aber es ist, manche haben kein Gefühl dafür. Und ich sage, es ist wie bei Kindern in der Schule. Das ist, wenn man selber zurückblättert, das ist bei jedem anders. Wenn man das kleine einmal eins lernt, jetzt einfach hingeschrieben, einmal eins, zweimal eins, dreimal eins, dann einmal zwei, zweimal drei, die Tabelle. Das sind viele, die lernen das auswendig wie ein Gedicht, wie ein Liedtext. Im Religionsunterricht. Bis man dann den Trick, bis man das Prinzip verstanden hat. Und es ist immer wieder, dein Denken ist wie ein Taschenrechner. Der Instinkt ist wie ein Taschenrechner. Dieses Musterbeispiel. Du hast, es gibt Regeln. Egal welche Rechnung ich in den Taschenrechner eingebe, er gibt mir das Ergebnis. Ich kann unendlich viele Kombinationen von Fragen eingeben und dann kriege ich unendlich viele richtige Antworten im Taschenrechner. Aber da der Rechner ja nicht unendlich viele Ergebnisse abgespeichert hat, wie machen wir das? Er wird ja einen unendlich großen Speicher benötigen. Er hat einige Regeln, anhand der Eingabe wird mit einigen Regeln das Ergebnis generiert. Es ist nicht das Ergebnis abgespeichert. 5 plus 5 ist 10, er hat die 10 nicht in seinem Speicher. Sondern die Regel, wie aus diesen zwei und das ist Gleichzeichen, ist ein Gleichgewicht. Und das, was ich jetzt hier die Horizontalachse nenne, dreh mal rum und das Gleichzeichen ist der Wasserspiegel. Wie innen so außen heißt es. Das gilt für alles. Das siehst du an der Physiognomie, der Körper, dass ich sage, die sind wirklich maskiert, alle. Es sucht sich ja keiner raus, wie er aussieht. Dann, wie er sich kleidet, wie er welche Frisur er trägt. Das sagt wesentlich mehr, wenn du jetzt dir nur eine Fotografie jetzt abstrakt zeigst, dass du den schon festmachen kannst. Zum Beispiel das, die Reife, wenn ich einen 9-Jährigen habe, ist mir klar, dass da was anders drin ist wie einen 40-Jährigen. Das kann Physiognomie lesen. Es ist ein Gesamtkonzept, das jetzt aber über die Sprache so unendlich tief geht, wo du dir jetzt erst einmal demütig eingestehen musst, dass du hier so weit weg bist von einem allumfassenden Wissen, aber was du wissen kannst, dass das in dir drin ist und dass du vor allem stehst hierarchisch von dem, was du dir ausdenkst. Dass Figuren in einem Traum sich nicht raussuchen können, als ausgedachte Figuren, wie sie sind. Aber dass der ausgedachte träumende Geist sich als auch ausgedachtes Ding, aber eine Hierarchieebene höher, sich nicht raussuchen kann, was er träumt. Und dass der sich jetzt einen träumenden Geist ausdenkt,
Der kann sich auch nicht raussuchen, dass er sich jetzt den träumenden Geist ausdenkt. Und jetzt kommen wir schon in einen Bereich, und der sich den ausdenkt, der sich einen träumenden Geist ausdenkt. Und jetzt merkst du, weil es immer weniger definierbar, nicht weil es ungenau wird, sondern weil es genau wird, weil es ein Chat wird. Mhm. Die Genauigkeit liegt darin, dass du ja sagst. Mhm. Kannst du lesen und schreiben? Ja. Was ist da in dem Wissen alles drin? Aber jetzt kommt der große Witz, du kannst es wahrscheinlich, jetzt schau, Deutsch, vielleicht ein bisschen Englisch, je nachdem, was für ein Programm du hast, aber den normalen Deutschen, wenn ich jetzt sage, der kann das in Deutsch. Und dann haben wir natürlich wieder diese Filmbilder, diese Traditionen, das Uniformierte, die typischen Hannis und Nannis. Wir hatten jetzt so schöne Bilder, so christliche Lieder drinnen. Das ist, wo ich sage, das sind Hannis und Nannis. Das ist selbst die sind uniformiert, du siehst das. Und es ist jetzt keine Kritik, keine Bewertung, es ist eine Feststellung. Ganz eigenartig, weil alles determiniert ist, von Anfang, von Beginn an, jede Kleinigkeit, jetzt, dass du dir jetzt dieses Gespräch anhörst. Aber im Hintergrund schwingt halt die Freiheit mit. Also meine Aufgabe im Bestreben ist es, dich unendlich glücklich zu machen, ohne mich in dein Leben einzumischen, du musst es irgendwann nochmal selber machen. Und ich bin da nur ein Wegweiser, wenn du zu abkommst aus der Balance, wenn du wieder einseitig warst, egal in welche Richtung, weise ich dich drauf hin. Ja. Das musst du nicht machen mit Schicksalsschlägen irgendwie. Herdplatte ist nicht dazu da, dass man die Hand drauf legt. Religion, Insekten, ist nicht dazu da, dass man da in eine Einseitigkeit reinrennt. Und Vervollkommnung passiert nicht, wenn du ständig von einem Glaubenssystem in die andere Seite wechselst und wieder in die andere Seite, wenn du konvertierst, meinst du, du wirst glücklicher, wenn du vom Christentum zum Moslems konvertierst oder umgekehrt oder was auch immer, oder ein Atheist wirst, weil du irgendwann erkannt hast, dass das alle Spinner sind, die an Gott glauben, was die übrigens auch recht haben, weil denn ihre Vorstellung von Gott ist ein ausgedachter Gott. Ein ausgedachter Gott ist ein Gedanke. Und wie oft habe ich schon gesagt, der sich jetzt Gott ausdenkt, aus sich herausschöpft als Vorstellung, ist viel mehr Gott, viel mehr Schöpfer wie dieser ausgedachte Gott, er ist ein Geschöpf. Und wenn du an dich selbst denkst, ist das, was du denkst, wenn du an dich selbst denkst, auch bloß ein Geschöpf, das du in dir selbst erschaffst. Ist übrigens hundertprozentig sicher, sofort nachvollziehbar, brauchst du kein großes intellektuelles Wissen. Stimmt oder stimmt? So, jetzt ist aber wirklich Schluss. Wir spielen noch eine Runde Leben. Bis gleich. Genau.